Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey-Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen! Folge 33 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wagt erneut einen Ausflug in die große Welt der NHL. Minnesota Wild Assistant Coach Brad McLean erzählt von seinem Aufstieg im Coaching-Business, bevor Kevin Maciejczynski von den Dornbirn Bulldogs über die erfreuliche Saison in der Bet at Home Eishockey League berichtet. Zu guter Letzt spricht Puls 24 Eishockey-Experte Daniel Welser über das große Thema Reisen als Eishockey-Profi. Das und noch viel mehr jetzt bei Hockey O'Clock is back with NHL talk that couldn't be any better. Today's episode is with a well-known former player in Austria. He's a former NHL player himself and one of the aspiring new coaches in the National Hockey League. It's Minnesota Wild assistant coach Brad McLean. Coach McLean, great that you're on the show. Thanks for having me. I'm excited to be here. Coach, it's a season-opening West Coast trip. Two wins, one loss so far. How are you looking back on the first three games? Two against the Kings, one against Anaheim. Well, as a coach, and you'll probably hear me refer to this a few times, we talk a lot about process, and I'm sure you've heard that quite a bit. And this year, the process is very unique with a short training camp and all of the other factors that go into the COVID world that we live in. And so the first three games we've been very, very happy with. Our process has been really, really strong. Played well in the two games in LA and deserved to win, but got a little bit fortunate with some late goals to tie games and then to win in overtime. And last night played our best game here in Anaheim. And unfortunately weren't able to get any pucks by Gibson, who played a great game in goal for them, but very, very happy with how our team has played through these first three games when really we've only been together for 2 weeks. We're recording this conversation on late Tuesday evening European time. This podcast won't see or hit the shelves for another week, so a lot might have happened by then. But when talking about those games and looking back, and I know hockey is a game of bounces and sometimes luck, but what are the benchmarks during that process that you want to see hit, that you as a coaching staff try to establish? Well, there's quite a few actually, and we're fortunate at this level. We have a analytics departments that looks at specific benchmarks that we want to hit. From a coaching staff's perspective, one big one for us is very simply scoring in one of our games. The way we track the scoring chances, and we'll talk and discuss them for an hour and a half the morning after the game. And in every one of these three games, we've outchanced the opposition, both at 5-on-5 and in total chances. Last night, the way we tracked it, we outchanced them 22-11. So that's a really good spot for our team to be in. We feel that if we do that on most nights, we're going to have the result we're looking for. And not to get too technical, but even to some parts of the game that we look at even more focused on would be our entries into the zone. How many times we're failing our entries, how many times we're turning those over, how many times we allow the opposition to enter our zone, even down to those finite details. We will look at those each and every game. And again, that's our analytics department that follows those. And those just give us a good idea of how we're playing in certain situations. But let's remain with, for example, the offensive zone entries. You're playing back-to-back against the Kings. You're playing back-to-back against the Ducks. Now you received the data, and the data shows that you've got a problem with player XYZ entering the zone. How are you approaching the next game with this player, and how do you make sure that the opposition who gets
probably the same data doesn't think, okay, they think that we think mm-hmm. that they think that they're going to do this. At what point do you stop thinking about that and just try to focus on players? Yeah, well, what's important, the way I look at this type of data, because there is so much now and you can get bogged down in it. So the way I look at it is I just look for trends, quite simply. If one player has one bad night doing something, maybe he's dumping the puck in too much and it's going to their goaltender, which makes it easier for the opposition to break out, or he's trying to go one-on-one with their defenseman at the opposition's blue line. If it happens one game, then okay, we'll got to let that player, maybe give that player some space. But if it continues to happen, then it definitely, you take it to the individual and speak to them about it. If it's a team situation, and then it's something we'll address, whether it's through video or just through a quick reminder before the next game, then we'll address that with the team. And as far as dealing with the opposition, you're absolutely right. Everybody has this same information and everybody uses it in a different way. But teams do defend their blue line. There is a few different ways that they can defend their blue line, whether it's very aggressive defensemen standing up and having one of their forwards back them up, or if it's allowing the forward to pressure the puck and letting their defenseman maybe step back a couple meters below their blue line. Those are things that we'll reinforce to the team through video before the game, what we call a pre-scout. And if it's something glaring and something obvious, then we'll bring that to the player so that they are aware of it, because as we know, hockey, it is an instinctual game and it happens so fast out there. And myself personally, I've been shocked at how fast it is being on an NHL bench now, how big the players are and just how good they are and how skilled they are. That has actually surprised me, coming from the American Hockey League level. It's been a few years since I was at the NHL level as a player, so that's really surprised me. And so when the players get on the ice, they can't be thinking about what the coach is saying during the pre-scout. They need to be using their instincts and using their speed out there. I want to get to a couple of things that you just mentioned, but first of all, because you mentioned it earlier, this unusual season with a very unusual training camp. How did you, as a coaching staff, and you as a person, try to get players ready in this condensed amount of time? Mm-hmm. Well, the modern athlete and modern hockey player are in such great shape now that they had been skating for months and months. Every one of the players, they were in great shape. They were technically ready to go. Their skills were ready to go. So we didn't need to worry about the conditioning aspect or anything like that. It was about getting our team structure in. And that was a challenge for sure. We had a 10-day training camp, but we wanted to give the players some rest in that too. So we gave them 2 days rest, 2 days off. So we only had 8 days to try to touch on all the different aspects that we're playing. And that includes the special teams, which are obviously very, very important, the power play and the penalty kill. So it was definitely a challenge. But again, as we talked about earlier, every team was going through the same thing. So we really planned it out to the day, to the hour, to the minute as to what information we were going to give to the players. Because another rule that a lot of people maybe are not familiar with, but part of with the Players Association, is players can only be at the rink for the first 4 days of training camp for 3 hours a day. That's at the rink doing their work for 3 hours a day. That includes their off-ice training. That includes all of that. So time management was very important and will be very important as we move on. So we were detailed as to what we were doing with our time with those players, and we're happy with how it turned out. And very, very, very fortunate that we had a group that was motivated and locked in and ready to learn and listen. And I think it showed up in how we've played so far on this road trip. Now, in getting prepared for this season, a lot of roadblocks, a lot of new things to deal with. Obviously, you now being in the Honda West Division, away from the old quote unquote Central Division, you're facing a couple of new foes, and you're going to face them multiple times. There's going to be the Kings, the Sharks, the Ducks. That not only means new places, but also longer travel. You're gonna travel, and I know they're gonna be back to backs, and sometimes 3 and 4 days and things like that. But you're gonna travel
tens of thousands of miles more than you probably used to in such a condensed time. How did you try to factor in the matter of traveling in everything that you're going to do with the season? Yeah, it was certainly a long conversation we had as a staff, and obviously management has a big say in that, and it's very important because players rest, that has to be the number one thing that you factor into it as well when you're making these long cross-continent trips, right? And so, yeah, we look at when we can practice, we planned out the entire season down to a day. We've already adjusted that schedule once. So you have to be ready to monitor your team's energy levels. And, but no, certainly it's, and the other factor that's unique is that when we're in these cities in California, for example, where sometimes as a coaching staff, you worry about your players not getting too much sun and maybe going to do other certain things. We don't need to worry about that now because the protocols are so strict and so stiff. We have a great setup at our hotel here, but we've been asked that we don't go to any restaurants outside of the hotel. We are in a little mini bubble when we're in these cities. So that is another factor that of course you don't want to assume, but you do feel that the players are getting their proper rest. And again, at this level, they definitely are for the most part. It's something you don't have to worry about. But as far as traveling and things like that, when we're here, the players are on a pretty strict regimen and we have a great setup with great meals and everything like that here. But those longer trips can take a toll. So we need to make sure that when we are flying, that we're probably giving an extra day of rest, which as coaches, you always want to practice and you always want to work on something, but having an energetic group for the games is the most important thing. How would you, and I know it's only been three games and a very reduced camp, but how would you summarize your experiences as a first year NHL assistant coach comparing these experiences to your three prior years with the Iowa Wild in the American Hockey League as an assistant coach? Mm-hmm. Yeah, it's definitely, there's some differences, but what I find is that players want to be coached and they want feedback and they want information. And the best players are the best players for a reason. And obviously the best players in the world play in the National Hockey League. So whether you're coaching, and I have a nine-year-old boy, and during the pause in the season, I was coaching his team, and whether it's a nine-year-old or it is American Hockey players or NHL players, they all want to be coached and they all want to learn and they all want to get better. And that's what I found truly unique and truly interesting is that really every single level, coaching stays relatively the same. And this is, again, I mentioned earlier, we've got a great group here that are very, very receptive. One thing I found that I've found very interesting is I'm coming into this staff as a first year coach at the National Hockey League level, but this staff has been together. So I was new to the staff. And so making sure I find my voice and I don't kind of overstep and don't do too much because everybody kind of has their roles. But one thing I can say that's been just incredible is Dean Evason and Bob Woods, Darby Hendrickson, our entire staff, just the best people. And we are collaborative on everything. We honestly talk about every aspect of our team's game and come to a consensus on it. Doesn't matter if you've coached in the NHL for 20 years or it's your first year. It's we are all in this together. And Dean is just a fantastic leader. And that's been so much fun being in these discussions, talking about players, talking about teams, talking about everything, just talking hockey and the amount you can learn and how fun it is to be involved in that process. There's that word again, to be involved in that. And then to go see that product play out on the ice at the National Hockey League level. That has certainly been a real joy. The very unfortunate thing about this podcast is that it's audio only because you can literally see the fire about hockey burning in your eyes. The last question I asked you was kind of a setup question because it's
been a while since you retired, and that was happened coincidentally in Austria with the old Black Wings of Linz. And for all the people, especially in Austria, who might not have had you on the radar or didn't really get all too much of a glimpse during your 2 years in Linz, I asked a good friend of this podcast to maybe deliver or trying to characterize you, your play, and you as a person. And of course, the man has always delivered. It is none other than Phil Lucas. And for whatever reason, it got a little bit longer. So all the listeners, and hopefully you as well, please bear with me. Phil Lucas about Brad McLean. Brad McLean, I hope I don't make this too long, because there's lots of stories about Brad McLean. And first of all, I can say I was really lucky. I had the pleasure to play with Brad McLean towards the end of both of our careers, actually. And we grew to be really good friends, I can say that. I can truly say I got to know Brad, and I looked up to him not just as a player, but also as a person. And for me, as a captain back then, he was a great leader for me to lean on, and also always consult with him before we go through and talk to the team and stuff like that. So he was of great help for me in that concern. But also what really impressed me was Brett obviously had a great career before he came to Linz, and I knew he was a really good player. But it was also what really impressed me. He was a great family man. I remember him and his family, him and his wife, Brenna, and his two kids, Nixon and Darian, they came to Linz, and I think it was 2 months in, his youngest son, Nash, was born in Linz. And for me, it was unbelievable how they managed, him and Brenna managed a household of three kids with joy and with a motivation that is still an inspiration for me till this day. It's unbelievable. There never seemed to be a bad day. Brett was chauffeuring Nixon around to hockey and then Darian to dance, and while they had a newborn with Nash, which was obviously, we can all imagine how difficult that must have been, but to me it was unbelievable. Always with a smile on their faces, and it was great. And also Brenna grew to be really good friends with my wife Faye, so we were really lucky that the family McLean came to Linz at this point in their career, and we look back with a real smile on our faces. We were in similar stages in our career, so it was basically a given that we ended up roomies on the road, so he had to deal with my weirdness in the hotel rooms just like many other players before. And we would just talk life and family, and we talk values a lot, and there was obviously a lot of parallels there, and of course we talked a lot of hockey. And it's the more hockey we talked, the more curious I got, and it was really impressive how much knowledge and how well he knew the game, and till this day we exchange our thoughts about hockey, and it's really something that I'm really grateful for. One story I want to mention is that his daughter Darian used to take dance classes every Monday with my wife Faye, and basically me, Brett, and the two young boys, Nixon and my son Archie, we would just go around the corner to the pub, which is called Paul's, and we'd call it Paul's Monday. And we would sit there for an hour or two while the kids are running around in the restaurant, and we would just talk hockey. We would never bring a board, but we would just exchange thoughts and stuff. And to me, like I said before, I was a little bit in awe. I played with some smart hockey players, but Brett's probably right up there with the ones that I play with. And I think his biggest strength is that he was an all-rounder, and he had to work for everything that he got in his career. He was never given anything for free, and he was an all-rounder that could produce. And I've never seen anybody in my whole career that had the ability to quarterback
a power play like he did. It was literally unbelievable. I was obviously a PK specialist at that time, and in practice, it was just he would pick us apart just by basically telling everybody where to go when this happens and so on. So that was really impressive, and I think exactly that's the reason why Brett already is a good coach, but I think sky's the limit for him as a coach because he's a great person. He understands the game, but he understands people. And I think that's only going to translate well in his coaching career. And I wish him all the best. I'm really lucky to call him my friend, and I can call him at any time. And we still talk to this day about hockey and about everything else. And really, really, what a guy. What a guy. I have to preface this. Phil, after sending this message, wrote that he was really nervous while recording it. Obviously, some big stuff in there. So we're gonna start with the lighter stuff. How much do you miss Paul's Mondays? A lot, yeah, a lot. Those are great memories, and there was a couple other restaurants that we'd hit on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays too. But maybe I won't mention those. No, I cherish my time with Phil and our family's times together. It was a real great bond we formed, and he was absolutely right. And one of the things he said, and that we were at the same stage in our careers. And I remember when I got to Linz, I was so excited because I could tell Phil was a leader of the team and just a great leader of the team and a great captain. And so for me then, as a veteran guy coming into a team, just to be able to be the guy behind the guy, so to speak, just for me to be able to just help Phil and support Phil was a great opportunity. And I was very, very lucky to have that. And what a great 2 years we spent together. And absolutely, he's right. We talk quite a bit, and I always look forward to our conversations. Now, you mentioned a lot of things on those almost 5 minutes that he sent me. He said, or you talked about your leadership qualities. He talked about you being a family man. He talked about you knowing how to develop, knowing the game. I want to touch on a couple of those points that he mentioned. And I want to start with you as a family man. Obviously, you've been dealing tremendously with having three kids and a wife far, far away from what is home. But at what point did you and your family decide that it's going to be a coaching career for you? And there are probably not a lot of worse jobs on the planet than being a hockey coach, because you might have to relocate every couple of years. Yeah, it's interesting you asked that. I'm happy you asked the question because it leads to a pretty good story. And so in my last year playing in Linz, I've always been very proud that in my career I hadn't missed many games, hadn't had many injuries, and I was just getting a few little nagging injuries that I had to miss some time. I had a groin issue, I had a leg issue, and it was just bothering me that I wasn't able to be out there every game with the guys, and my game dipped a bit. So it was just time to retire. And part of the reason was to move the family home back to Canada. We had enjoyed our 8 years in Europe immensely, and very proud of the career we had and all the different places we lived and experiences we'd had. But it was time to move back to Canada. So the plan was to go back to Western Canada and live there for a year, put the kids back in school for a year in my wife's hometown, Kelowna, British Columbia. And then we would go from there. We'd decide what we wanted to do. Well, after about 6 weeks, my wife looked at me and said, you need something to do. Like, this is not going to work. You just not having a goal in front of you. And even as a player, even when you're not playing, when you're in the off season, you're still looking forward to that next season. You still have that in the back of your mind. And so it was clear that this wasn't going to work for this crazy hockey guy. So I made up a resume and sent out some feelers to some of my contacts in hockey, and not too many, 5, 6, 7 people. And one of them was the assistant general manager of Minnesota at the time, Andrew Brunette. And he called and said,
I'm happy you reached out because we have this assistant coaching opportunity in Iowa, our American Hockey League team, that I think you'd be a pretty good fit for, working with the forwards. And what do you think about interviewing for it? And I said, well, I didn't really think I wanted to coach. One of the reasons being what you just mentioned, Martin, in that we traveled so much that I didn't think I wanted our family to continue to travel. But as I started to prepare for the interview, it just lit a fire in me. And it just right away, I was like, this is what I want to do. I want to work with young men and young players and try to help them achieve their dreams and their goals to play hockey professionally. And lucky enough to get the job and went to my wife and she just looked at me and said, where are we going now? So very, very lucky. The thing I'm fortunate for a lot of things. The thing I'm most fortunate for is my family, my wife, Brennan, our three children, and that they're willing to continue on this journey and really make the most of it. They're not, when we go to a new city, they're open-minded to all of this. And to end this answer, I have to tell the story about my daughter, Darian. And so I was actually at the same time I got offered the Iowa job, I was offered a job back home in Western Canada, in our hometown, coaching an academy team, coaching an 18 and under team. And so we were deciding on these two jobs, and my daughter was 10 at the time, Darian, and we decided after a week we were going to make the decision. It was just her and I sat down at the table in our kitchen and I said, Dare, what daddy would like to go to Iowa and coach. And that's what I would like to do. But I'm not going to go if you say that you won't go. Cause what she was saying was she wouldn't dance. She loves dance, loved working under Faye and in Austria. And she just loved it. She said, if we moved to Iowa, she wasn't going to dance. So that was unacceptable to me. I wasn't going to, cause I know the love she has for it. It's similar to the love that I have for hockey. And so she started crying when I told her we wanted to move to Iowa, but through her tears, she said to me, Daddy, I will move to Iowa with you and I will keep dancing. And I get chills just telling the story because she continued and said, you know, I'm not going to stand in the way of your dream to coach hockey. And when I think about a 10-year-old having that maturity and that much unselfishness, I don't know a lot of people my age, I don't know a lot of adults that are that unselfish and that mature. So I had to share that story because and what I said to her was, I said, Darian, whatever we decide, you need to know that as parents, we are just so proud and so happy to have a daughter like you, that there's nothing more important in the world. Whatever happens, we couldn't be any more proud to have a person like you in our lives. I mean, I have to ask the question, yeah. If they're now in St. Paul, maybe in Western Canada or still in no. Iowa, what is her outlook going to be in terms of dancing? Is she happy? Does she take classes right now? She's happy. Loves yes. it. Yes. She's just doing great. Actually, I was able to, 2 days ago, she had a recital and I was able to watch it online. And so that was great. No, and she's just doing great. Still loves it. And obviously I'm a proud, proud dad, but she's an amazing dancer too. So it's one of my favorite things to do, to watch her dance. So, makes me proud. Yeah. Very glad to hear that this worked out. Yeah. Two more things I want to touch on that Phil Lucas mentioned on the voice recording that he sent. He told me about your tremendous leadership skills and how you helped him. But also how well you knew the game. At what point, or was there ever a point where you had to feel, hey, fuck me, I have to be a leader now. I am a leader now. And I probably know the game better than a lot of the people in this locker room during your active career? I guess to survive, to play at the highest levels, I needed to know the game. I needed to learn the game. And so that was probably more of necessity than anything. But then as I move along in my career and I'm playing in year 15, year 16, year 17 now, and it's obvious that I'm having a very long career. Then you combine that, the learning of the game, with the experiences,
And I'm very lucky that I got to play so many different places for so many different coaches. That's a huge bonus to have and a huge advantage to have as a player. And then now, of course, as a coach, even though I know the question was about my playing career, is that really helps, is all those different experiences. And one thing I've found is in North America, we really look at the game in a certain way. But in Sweden, they look at the game a totally different way. In Austria, a different way. In Switzerland, a different way. So being fortunate to have played in all those different places, you just pick up different things and different ways to do things. And some might call these ideas outside the box, but maybe in Sweden they're not. This is the way things are done. So that was a big advantage. And then I just started to build the confidence in myself and in my knowledge of the game. But at the same time, you're always learning, always stay humble and always stay open to a new idea. Just because something worked a couple weeks ago, that might not be what's going to work this week. So always stay open. You were telling about the job interview that you had with the Iowa Wild, obviously being the first that you had to conduct as an aspiring coach. How did that job interview look like? What did you have to prepare? And I know, for example, in the NFL, coaches need to have their kind of folders ready to go to the interview. What was in? Was there a folder? And if so, what was in there? There was no folder. It was a little more informal than the NFL coaches when they go through that interviewing process. But it was actually pretty simple. But one thing I did is I prepared for it, and I did as much background as I possibly could. And really, again, very lucky that I've got to play for some amazing people. So I leaned on some coaches that I'd played for. I called them Tony Granato being one of them, longtime NHL coach, now coach of University of Wisconsin, amongst others. Mike Kitchen, longtime NHL assistant coach. And I just called them, and Brad Larson, again, longtime. And what's this going to look like? What do I need? What do I need to prepare? And they all kind of said the same thing, which was interesting. They said, get to know the entire organization top to bottom, every single person that works for the organization. Get to know who they are, what they do. Get to know every single player, and specifically every single prospect in the organization, because you're working in the American Hockey League, which you're developing their prospects. Get to know every single one of them. Do the research on them so that you know everything top to bottom, A to Z, in that organization when you go into the when you start talking to them. And then the other thing they said was, be yourself. They said the biggest thing is just to be yourself, because you've already got the interview, and that means they like something about you just to get the interview. They said a lot of people apply for these, and quite often they don't interview that many people, so they already like you for some reason. So just present who you are to them. And I thought that was great advice. And then the actual interview was kind of similar to this, actually, in that it was a phone call, and there was four people on it. The general manager of Iowa, the assistant general manager of Minnesota was on there. Andrew Brunette, who I've already mentioned, their director of player personnel, was on there. And the head coach of Iowa was on there, and he conducted the interview, and it lasted about an hour. Questions from, what would a good practice, in my opinion, look like, to my thoughts on the penalty kill, because that was going to be one of my responsibilities, things of that nature. Now, after 3 years with the Iowa Wild, what did you learn? What was added to your vast knowledge of the game in terms of developing talent? Yeah, well, I learned so much, and that's for sure. As far as specifically to developing talent, I would say that especially at that level, and it sounds simple, but it's so true. It's just about repetition, and it's just about that, because a lot of the players that come to us in Iowa, they're obviously the best players on their teams are coming from, whether it's junior hockey or college hockey, whatever it may be. But a lot of times in those levels,
because they're the best players on the team, they're allowed to just kind of play. And because they produce, because they're helping the team win, they're driving the team's success. So a lot of times the specific little areas of their game, maybe some deficiencies in their game, they aren't really being asked to work on because, hey, they're helping the team win. Whereas they come to us, everybody at our level, everybody in the American Hockey League level was the best player where they came from. And not everybody can be the best player in the American Hockey League. Not everybody can play on the power play. So now it's about working on the deficiencies in their game, which it's maybe not even the right word. It's probably just working on areas they need to get better at so they can get to the NHL level. So really just identifying those. And usually a lot of times it's just habits. It might be, I know we had one player come to us that, you know, great player and just outstanding player, but he had a habit of always in the offensive zone, he would fade kind of to the weak side of the ice, fade over, because when he played college, everybody would be looking to pass him the puck and he had a really good shot. So we would fade over there. Well, and so he would look to get that cross ice pass for a one-timer shot. Really hard to make those plays in pro hockey. Everybody back checks so well into their zone. Everybody has such good stiffs. It's really hard to make those plays. So it took a year to get him to stop drifting over to that weak side and to come more into that middle of the ice to be an option for those passes. That's just one example, is really identifying the habits that players can work on to be really good professionals, and then working on those with repetitions every day and reinforcing them with video. But I have to mention this. The most amazing thing about working with young professional hockey players, I thought that when becoming a coach, that the toughest thing I would do would be that constructive criticism, that video where you're showing the players, hey, this isn't how we do things. This is how we want to do things. And I actually found it was the opposite. They absolutely loved it. And really interesting. I find that maybe players today in this generation, they're so used to instant feedback and instant information. Because I know for myself as a player, you never wanted to get called into the coach's office. It was never a good thing. You get called in the coach's office, you're getting called and you're either getting sent down or he was going to read you the riot act. Well, now the players are totally different. They want the information. To now, when I'm coming into the locker room to show some video to a player, the rest of the team is kind of looking around. They're like, hey coach, do you have any video for me? And I have players that wanted to watch video before every single game. So I really now enjoyed that part and do enjoy that part of it, that the players love that information and they love getting that feedback, especially when it is critical of them and trying to improve on some of their habits. Everything that you're doing as regards talent or have been doing, is it exactly the same on the NHL level when compared to the American Hockey League, or had there been tweaks to how you do things? Yeah, there definitely has to be tweaks. One thing is that you have such little practice time in the National Hockey League, and I found that already. And this year's going to be even less. Like we're gonna have such little amount of time to work on players' individual habits and even just practice in general. So everything kind of has to be done through video. And then of course in the National Hockey League, they are closer to finished products, right? Like they are further along in their development. Now everybody has to continue to grow and has to continue to keep working on their game. No question about that. But that is one area that's a bit different, is to get to this level, you've got to be at a certain standard in all areas of your game, but everyone has something to work on. And players here, they really want to work on their game, because obviously the upside is, you know, they have that one really good season and contract numbers go a lot more zeros on them. Basically the same thing, just not without those many zeros on the contract in Europe. Yeah, exactly. But when it gets to developing talent, a lot of Austrian hockey fans obviously are hopeful that one of the players that you drafted, namely in the first round, will get developed and eventually sees NHL ice. Marco Rossi, he's been out with an upper body injury, if I'm informed correctly. What's currently ailing him, and at what point do you expect him to be on the practice field with you guys?
Yeah. Well, I can't comment on any injuries. That's standard NHL protocol. I can hide behind that. That's certainly not my place to comment on that. And really, I haven't even had a chance to meet him yet, which is just such a crazy year, right? Because of COVID, he had to quarantine when he first came in to training camp. And so that's been really a shame. I couldn't wait. And again, talking to my good friend, Phil Lucas there, he just had the best things to say about Marco. And I just, he looks so good at the World Juniors. And really, I know the entire organization, just very excited to have him. And of course, we wish he was on the ice with us right now, and we get a chance to see him against NHL competition. But that will come soon enough, I'm sure. And having a great young center coming through your organization is only a real positive thing. And I know I can say this, that our scouts, our management, everybody can't believe that we got him where we did in the draft, where we feel like we got a very, very good player at that stage of the first round. And really looking forward to that time when he's healthy and ready to go. Now, it was the first time that you were involved in the draft process as well. How many insights did you get? How much of an active part did you play? Because you were talking about the collaborative approach that the entire coaching mm-hmm. staff was taking. How involved were you in bringing new talent, fresh faces to Minnesota? Yeah, well, that's an easy answer. Absolutely no. Absolutely no involvement at all. We have a unbelievable amateur scouting staff. So the way NHL scouting staffs work is they'll have obviously everything is overseen by Bill Guerin, the general manager, and the other members of his management staff. But we'll have a professional scouting department and an amateur scouting department, and so we have unbelievable amateur scouting department. These guys work so hard outside a COVID year. They are traveling all over the world, scouting players that are eligible for the draft. And so that falls entirely on their lap. Sometimes they may involve the head coach of the NHL team in that process. Just, hey, what are some of your needs? What do you see as far as our team that we could improve on? And they'd keep him updated as to maybe their draft strategy, but as an assistant coach of the team, no, that's not something that I would be involved in. When I talk about the collaborative, I talk more our coaching staff, and I know that the scouting staff do the exact same thing, but it's more our coaching staff and how our team's going to play and how our players on our roster are going to play each and every night. But at what point of the year, probably after the draft, did you sit down and did you have a look at all the influx of new drafted talent was looking like? Did you know about certain prospects that you were kind of targeting beforehand, or did you try to get familiar with the Rossies and all the other draft picks of this world after the draft? Yeah, I mean, when you're in the hockey business or world, you're always listening and learning and getting as much information, but certainly it's after the draft when we know who we have. And yeah, well, our staff, we're always just talking hockey. The way our coaching and most coaching rooms are set up is it's a big open space, big table in the middle, so we're always just sitting around talking hockey and certainly talking about our draft picks, talking about our prospects. We've got a big board in our office that has our lineup, our roster, and then the other one has all of our players that we are either under contract or are the Minnesota Wild property. And certainly we'll talk about all of those and get familiar with them and talk to our player development people and because it's important to get to know them. And then we didn't get a chance to have development camp this summer, but they all come into our development camp in the summer. And certainly we watch them with eager eyes seeing the next generation of Minnesota Wild players.
Now, a lot of people probably don't know that you were drafted yourself, obviously not in the first round as Marco Rossi, but in the ninth. So you were basically or probably a long shot of making it to the NHL. And I was discussing you and you as a person with another person who's got close Kelowna ties. He happens to be working as a Pulse24 expert on Austrian television for not only the local hockey games, but now also the NHL hockey games. And he was kind enough of sending me this recording. It's, of course, none other than Greg Holst. And let's listen in first and then talk about it. Okay, Brett McLean. I do have a story about Brett. It was back, I remember when I was so disappointed when I was with Alan Eagleson, the lawyer, and they flew me in and my mom to the draft in 1974, was at the hotel, and I was supposed to go in one of the first three rounds. And Philly won the cup, you know, and all the tough guys, fighters, you know, kind of, it was important to fight and be tough. And five rounds went by and I didn't get picked. So I flew home with my mom and I was so disappointed. I was going to quit hockey. So when I met Brett, I knew he had played. I was watching him play in Kelowna. And he was there in Tacoma first, then 4 years in Kelowna. So he had 104 points one year, 88 points another year. He had great numbers, good player, smart player. Something happened in Kelowna, and they sent him to Brandon. Well, there he went for 21 games. He had 15 goals, 16 assists. So he had great numbers. So then he got drafted 242nd from Dallas. So I know, and I remember meeting him. I think it was at Baxter's Bar outside, and he was in his truck, if I remember correctly. It's a long time ago. And it was his draft year, and he was so disappointed. And I kind of told him my story. So we had similar stories about being disappointed about the draft. And I remember saying, you know, as best I can remember, hey, Brett, hang in there. You're a good player. You'll find your way. Yeah, thanks, Holstie Baum. And, you know, I kind of found my way. And boy, did he find his way. He played in the minors, East Coast League, AHL. He found his way all right. Even after that junior year in Brandon, at the end, he played seven games in the AHL. But he was persistent, and he never quit. And he's a really good player, good two-way player, but he's really smart on the ice. Like, he can see the game, he can score. And now he's coaching, and I am not at all surprised he's being successful. He's a really good guy, real good gentleman, good family man. Now he's assistant coach in Minnesota in the NHL, so I'm happy for him. He made his way. He was persistent. So I take my hat off to him. He had a great career. I ended up coaching against him when he was playing in Linz, and I was coaching Felak. So we talked a couple times, you know, after the Felak game, where we played a couple times. So it was a great story. We have a good connection. I actually saw him middle of August before I flew back here this past summer. So he's excited, a passionate guy, really good guy. And Brett, you tell you what, good luck, and you will be head coach one day in the NHL. So all the best to you. You take care of yourself. There are many reoccurring themes. You as a smart player, you as a family man, you as a great aspiring coach. But to back things up a little, do you remember this conversation back in Kelowna you and Greg Holst had when it was right around your draft? Well, first of all, it's amazing. You got like two of my favorite people in the world on it. So well done. Yeah. Holtz's dumb luck. One of the best. And Phil's obviously just first class. So I didn't know who you were going to put on the recording there. I didn't know who it was until you mentioned Holtz's name. Yeah. I do remember the conversation. And it's interesting how he mentioned that we had a connection, him and I. And I remember the conversation and I remember the connection. And always, a guy I looked up to I talked about, kind of referred to myself as a hockey guy, and Holtz too, hockey guy, right? And through and through.
And very thankful that he talked to me then, because I was down, and you're young. You don't realize what opportunities are out there, and you just don't know what the future holds. But you know, you love the game and you want to have a life in it. And I've seen Holtze many times through the years. I remember seeing him in August. He's always high energy, and we always have a great conversation. It's usually only about 5 minutes, but man, we get probably about an hour of content in there. And another guy I've looked up to. I remember my first year, after my first season coaching in Iowa, I decided I should help out at the local hockey school and coach there. Why not? I remember the one day I went, actually my boy was in it, and I hadn't thought about coaching in it yet. So I went there, and Holtze was running the on-ice session, and it was unbelievable. Like, these kids were buzzing around, and he just did such a great job. And that actually inspired me to then, I went right into their office and I said, hey, you want me? I can help out coaching too. And stole a couple of his drills for sure. And Holtze's talk about developing young players. I don't think there's a better coach for that, developing their young skill and the passion he brings to it and the love he brings for the game. So that was nice to hear his voice. Obviously, he also talked about the draft, his draft, your draft. Let's take you back to the year 1997, where 241 players were deemed better, or at the very least, better fits for the respective situations. Mm-hmm. How big was the chip on your shoulder after draft day or draft weekend? Oh, it was big, for sure. It was a driving force. And I lost track there. I actually had not got drafted the year before. I went through the whole draft and didn't get picked, and then had a really good year and got drafted. But I didn't care. I was just happy to get picked. I was just so excited to get drafted, but definitely a huge driving force. And then Dallas never actually signed me. I never earned a contract from them. So then I had to go and start with an American Hockey League and East Coast Hockey League contract with St. John Flames, with their Calgary Flames affiliate. And it motivated me every single day. And it actually, more than motivated me, it kind of formed my view and my belief that I took every single day at pro hockey day by day. I never took one day for granted. Even if I was having a really good season, I would go to practice the next day thinking I could lose my job on the power play, or I could lose my spot in the lineup. And that drove me even in Linz, my first season when I was playing there, and we were having a great year. And every day I went to the rink, I was always thinking, hey, I got to be good today. Otherwise somebody could take my job. And I think that comes from those draft experiences. Being a quote unquote long shot for making the NHL, being on the roster fringe, what did it tell you? What did it teach you? What did it give you now as a coach in the National Hockey League? Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, another huge advantage, I think. I talked about my experiences, all the different places I played and all the different people that I played for. So that really helped. And then also being on the fringe, as you put it, I would refer to it as being a journeyman hockey player, helped me because I played every single role on a team. I was first line, I was fourth line, I was healthy scratch, I was power play, penalty kill. And so that means that when you combine that with all the places that I played and different experiences that I had, that I feel I can really relate all different types of players. I know I've been through whatever any player has been through. I've experienced that. I've experienced success at the NHL level. I've experienced getting sent down. I've experienced getting healthy scratched. I've experienced the disappointment of having things going well, having a couple bad games, and then you're moved down in the lineup, even down to a position. I was lucky enough. I played center in both of the wing positions as a forward. So it really helps me to relate to players of all different backgrounds and all different skill levels.
I don't want to take away too much time of your valued free time, I'm reckoning. So only a couple more questions. We're going to turn our focus to the here and now. Interestingly enough, there is almost a generation of Wild fans that don't know another person than Mikko Koivu wearing the C on his jersey. Now there is a new captain in town. How did it come about that now Jared Spurgeon is captain of the Wild? Yeah, well, it's interesting. We've talked about journeys today, and we've talked about having to earn it, work your way all the way up. And I think Jared Spurgeon is just the epitome of that. Never drafted, came to the Minnesota Wild development camp in the summer. Just, I mean, I more or less, one of the scouts liked him. They needed another player for the camp. Let's see how he does. Undersized, comes into development camp, then earns an invite to rookie camp, earns an invite to main camp, makes his way onto the American League team, and just keeps on going all the way up. And now here he is, the heart of this team and the unquestioned leader. And that's following some pretty big footsteps, pretty big shoes of Mikko Koivu, who first full-time captain in franchise history and led this franchise very, very well for many years. And it really is a testament to believing in yourself and just doing the right things each and every day. And what a quality man. And there's a great family man. And really just we're very, very happy to have him as our captain. You played against his brother. You're now coaching him. How much bantering is going on between the McLean and the family in this version? Not a lot yet, but a lot over the years. His brother and I are good friends. We actually both wore the same number for the Kelowna Rockets, number 15. So we always refer to each other as number 15. And I actually haven't talked to Tyler since Jared was named captain, but I'm looking forward to that conversation and definitely have a connection with their family. And it tells you right there, comes from a really good place and obviously is, again, like I said, we're very, very fortunate to have him leading our locker room. One last question, as you were mentioning that it's a very analytics driven organization, they're thousands of season previews out there. Some of the better ones can be found on theathletic.com, which also does a lot of projections. Obviously, with the change of scenery, quote unquote, in your division with some new teams coming in, the chances, according to theathletic.com, of making the playoffs for the Wild have gone up by 4.1%. Is that something that you guys read a lot into, or do you have other metrics that suggest that it doesn't look all too bad in terms of making the playoffs? Gladly or knowingly that it's only on paper so far. Yeah. I mean, I guess I'll go back to what I started the conversation with is process. And as a coaching staff and a group, for us, there's really nothing outside our process. What others say or anything, we don't pay any attention to that, because the bottom line is we go on the ice tomorrow, we've got to find a way to beat the Anaheim Ducks. And that's our only focus. And we did have a conversation about the which division we were going to be in, because you remember a month or so ago there was lots of talk about where was Minnesota going to go, St. Louis. We were kind of those between teams, where could we go, right? And about the more travel if we were in the West, and which would be better for our prospects to make the playoffs. And it was our staff, what we just said was, we're in the National Hockey League and all these teams are good. It doesn't matter who you play. Yes, some of them are elite. There's some elite teams, no question. But everybody's good and everybody has great coaches and superstar players and you know, great scouts. And so you can look at one division to another and say that it may be easier to make it into the playoffs, whatever you want. But the bottom line is, to make it into the playoffs in our division,
you've got to outplay four National Hockey League teams to get into the playoffs. And that is a huge accomplishment. And yeah, we're confident in our prospects for this year, for sure, especially the way these first couple weeks have gone. To make the playoffs in the NHL is a huge task, and we feel we're up to it, but lots of hockey left until then. Couldn't have put it any better. Obviously, a lot of Wild fans, new Wild fans in Austria because of Marco Rossi, and I'm 100% certain a lot of new Wild fans just because of this interview. Obviously, I'd have 1,000 more questions, but I'm very glad that you took almost an hour of your valued time, and I'm very thankful for it. Therefore, thanks for taking this extended amount of time. All the best for the upcoming games. Yeah, thank you so much. And I'd just like to quickly say how much my family and I enjoyed our time in Austria. We have just, what a great country. And we loved our time in Linz and a lot of good friends there. And we look forward to the next chance we get to get back there. Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der Ice Hockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey-Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Bet at Home. Zusätzlich verlost Bet at Home einmal zwei Tickets für ein Eishockey-League-Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet at Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet at Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerschutz.eu. Hörerinnen und Hörer von Hockey O'Clock sind es normalerweise gewohnt, Interviews in fast astreinem Hochdeutsch serviert zu bekommen oder Englisch. Jetzt ist es allerdings Zeit für die dritte Fremdsprache. Der Vorarlberger Dialekt liegt mir persönlich als Vorarlberger natürlich sehr am Herzen, aber es gibt wahrscheinlich wenig andere, denen der Dialekt so am Herzen liegt, wie meinem Gesprächspartner, der in Kürze bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in der Leitung sein wird. Er ist einer der Wölfe, Light Bulldogs beim DEC. Es ist eine Schande, dass es 33 Folgen gedauert hat, um ihn endlich in den Podcast zu holen. Es ist niemand geringerer als Kevin Maczyczynski und freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst, Kevin. Habe die Ehre, Martin. Habe die Ehre, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin nämlich erfreut dort bei dir zum Sie. Ich habe schon viel Sachen bei deinem Podcast gehört und ja, danke für die Einladung. Das Ding ist, wir müssen jetzt ins Vorarlbergerische switchen, weil das einfach nicht anders geht, wenn sich zwei Vorarlberger begegnen und miteinander reden. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können es uns nachsehen. Ich versuche bei ganz schwierigen Passagen, so gut es geht, zum Übersetzer. Fang aber gleich einmal damit an, dass wir das Gespräch an einem Donnerstag aufzeichnen. Ihr, du als Dornbirner Mannschaft sind gestern bei Salzburg im Einsatz gesehen, auch wenn es am Papier relativ deutlich ausschaut oder einigermaßen deutlich ausschaut mit einem 2-0-Sieg für die Salzburger. Es ist eine enge Kiste gesehen und du hast doch die eine oder andere Chance gehabt, zum Torerfolg zu kommen. Wie lang hängt einem so eine Partie, wo man so viele Chancen gehabt hat, aber kein Tor hat machen können, nach? Also ich glaube, ja, nachhinein weiß man immer alles besser. Und ja, jetzt heißt es aber eigentlich abhocken, die Partie. Wir haben ein paar Partien voll. Sicher stürzt die, vor allem hockst du nachher im Bus drin, denkst du, wir haben eigentlich 2-0 verloren. Was wäre gewesen, wenn ich die eine rein da hätte oder der andere? Ja, ich bin froh, dass es davor schon geklappt hat mit den Toren. Schade ist, dass es halt gestern nicht geklappt hat. Aber ja, die nächste Chance wartet sicher nicht lang auf uns. Dornbirn ist prinzipiell eine der positiveren Überraschungen von der Saison. Mittlerweile auf Tabellenplatz 6, wahrscheinlich so gut wie ich zementiert, durch die gestrige Niederlage in Salzburg. Spekuliert man da mit der Top 5, weil sie rechnerisch immer noch möglich ist? Oder versucht man mittlerweile schon den Fokus auf die Bonuspunkte zum Leger für die Zwischenrunde? Also ich bin jetzt der Typ, wo seht ihr, wenn es rechnerisch noch möglich ist, dann gibt man nicht auf, ist ganz klar. Nur, ja, die einen haben auch nur so viele Spiele und ja, der eine oder
ja, sage ich mal, ein leichterer Gegner hat jetzt hier Salzburg vor sich, die hat zweimal Linz, die wohl in der Tabelle abgeschlagen sind. Sicher spekuliert man da noch, aber bei uns heißt jetzt einfach Fokus auf die nächsten Spiele, so viel Schwung mitnehmen für die Zwischenrunde, weil dort geht es wieder um alles, weil dort ist die Tabelle dann wieder enger, da haben dann die Letztplatzierten wieder bessere Chancen, weil ja, vielleicht unterschätzt der eine oder andere Gegner sie und das sollte man gleich aufhören, weil wenn du den einen Gegner unterschätzt in der Zwischenrunde, dann hast du eh schon verloren. Fast egal, was in der nächsten zwei Spiele passiert und unter anderem dürfen wir mit Puls 24 den DEC dann auch am Sonntag live zeigen. Das wird dann allerdings schon passiert sein, wenn der Podcast ausgestrahlt wird oder online geht. Darum fast egal, was passiert, ihr werdet zum Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, vor Graz, vor Innsbruck, vor Villach, vor Bratislava und vor Linz. Was wäre passiert, wenn er da vor der Saison genau das gesehen hätte? Boah, ich hätte es da nicht glauben können, sag's dir ganz ehrlich, weil mir hat Mannschaft der Stärke geschätzt und ein paar Mannschaften schwächer, aber dass es jetzt so ist in der Tabelle, sage ich dir ganz ehrlich, nehme ich. Also ich persönlich bin zufrieden mit dem 6. Platz. Ich glaube auch in der Mannschaft, wir haben eine gute Stimmung dort. Wir sind zufrieden, wo wir sind, aber wir wollen noch weiter auf, ist ganz klar. Wir wollen die Leistungskurve nach oben ziehen und nicht nach unten drücken lassen. Und ja, das heißt einfach für jeden Spieler, ja, sei ein Profi und mach genau das, was du brauchst, weil am Spieltag hast du einfach, jeder zählt auf dich. Und das macht in der Mannschaft aus. Und deswegen haben wir hier eine super Truppe, wo jeder für jeden Gas gibt. Und darum sind wir jetzt dort. Aber wie gesehen, wir wollen noch weiterkommen. Du bist jetzt das 5. Jahr in Dornbirn. Du hast extrem... Entschuldige, das 6. natürlich, Zeller kann auch nicht mehr der Pfanner. Das 6. Jahr in Dornbirn, du hast extrem viele Leute kommen und gar gesehen. Höher war das wieder bei der Truppe der Fall. Aber was macht die Truppe vielleicht anders, spezieller, als das bisherige Teams in Dornbirn gewesen? Also höher muss ich sagen, wir haben eine junge, hungrige Truppen. Ich muss sagen, der Trainer hat viel dabei dazu gedreht, für seinem System her. Er weiß, was jeder kann und er hat sich auf das spezialisiert, wie wir spielen sollen. Und wir haben jetzt junge Ausländer gehabt mit dem Brossard und mit dem Caldis, die wir jetzt heute leider verloren haben. Ja, aber jetzt kann nochmal zwei Ausländer, der eine Finder, der Sacco und der Luciani. Für die heißt jetzt einfach, ja, ihr müsst jetzt in die Position reinrutschen und müsst uns wieder oder müssen wieder einen Input geben. Und das heißt einfach, dass alle dranbleiben müssen. Und der Trainer hat für mich hier einfach den Unterschied gemacht. Wenn du jetzt mal speziell auf die letzte Saison schaust, da haben wir Anfang 12 Spiele in Folge verloren. Und eine gute Mannschaft in der Liga verliert nicht so oft. Wenn du schaust, du hast nur 40 Spiele in der Saison im Grunddurchgang und auch geht's in die Quali-Runde oder in die Pick-Round-Runde, da ist jedes Spiel vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag wichtig. Und wir haben uns einfach eintrichtern lassen, vom Trainer, hey, wir dürfen nicht zweimal hintereinander verlieren. Sicher passiert's, aber aus dem Grund, wenn das passiert, hast du einfach, du musst so schnell wie möglich wieder mal ein Spiel gewinnen, weil wenn du wieder 5, 6 Spiele verlierst, ja, dann bist du in einem Sumpf drin und dort rauszukommen ist richtig schwierig. Weil du den Trainer schon angesprochen hast, Kai Soikkanen, das ist jetzt auch schon den dritter Trainer in der DEC-Laufbahn. Was ist er für ein Typ? Also ich muss sagen, der Kai ist ein Typ, der behandelt jeden gleich. Ich sehe es jetzt bei den Tormännern, die werden immer abgewechselt zurzeit. Durch einen strengen Spielplan, er wechselt immer die Tormänner durch. Und wenn der eine gewinnt, dann spielt der andere. Aber auch mit den Spielern, wenn du die Leistung im Training bzw. im Spiel bringst, hast du die Eiszeit verdient. Und wenn du zweimal hintereinander die gleiche Fehler machst, dann seht es zum dritten Mal. Aber wenn du wieder machst, ja,
dann bleibst du halt einmal zwei, drei Wechsel husten und denkst nochmal drüber nach. Und er hat einfach eine gewisse Art, ich kann da gerne zeigen, wie ich das beschreiben soll, aber er ist einfach anders wie die nordamerikanische Trainer, muss ich einfach sagen, weil wenn ich einen Rob Daum davor hatte, einen McQueen hatte und jetzt eben der Kai, und er hat einfach keine persönliche Lieblinge, muss ich sagen. Er schaut einfach, wenn der gut spielt bei dem Spiel, dann hat er sich's verdient, die letzten 5 Minuten mehr zum Spielen wie die anderen, wenn er dort schießen muss oder dort verhindern, ist einfach so. Es hat ja immer wieder aus Dornbin, speziell an der Ära McQueen, die ja fallweise auch erfolgreich gewesen ist, das Gerücht gegeben, dass es im Lockerroom, in der Kabine, sage ich mal, die Legionäre gibt und dann die Österreicher, fallweise sind da so ganz wenig Österreicher gewesen. Inwieweit ist das vielleicht noch der Fall oder inwieweit kann das ad acta gelegt werden? Wie eng ist die Kabine? Meinst du jetzt höher? Höher. Im Vergleich zu der vorherigen Jahr. Ja, höher ist es einfach so, jeder respektiert jeden, ist scheißegal, was der eine für einen Pass hat oder Nationalität, das ist einfach so. Und wenn da ein Österreicher mal ein Problem hat mit einem Ausländer, ja, dann ist es so, nächstes Mal passt es wieder. Es haben dort Österreicher untereinander einen Stress einmal, es gehört dazu, das ist Sport, das ist der Job von jedem. Da kämpft jeder für seinen Spot, ist einfach so. Aber ein gutes Team macht es aus, dass sie durch das durchgehen und danach wieder zusammen draussen kann. Und drum wir haben, bei uns gibt es keine Probleme in der Mannschaft, sage ich ganz ehrlich. Sie hat einmal ein schlechtes Spiel und ist angepisst, weil er zwei Feldpässe gemacht hat und ein Tor. Ja, dann heißt es einfach, ein Ausländer oder ein Österreicher, so hart es klingt, ja, klopft ihm auf die Schulter und Kopf hoch und weiter geht's. Und drum sage ich sie mir höher, eine sehr enge Mannschaft. Speziell, wo wir das mit dem Corona gehabt haben, es war jeder für jeden da. Und nach der dreiwöchigen Ligapause, als wir gehabt haben, sind wir gestärkt zurückgekommen und dann sind wir ins Laufen gekommen. Wie weit bist du mit deiner Saison bis jetzt zufrieden und das im Wissen, dass du selten jemand bist, der zufrieden ist? Ja, zufrieden, ja. Anfang Saison ist jetzt nicht so gelaufen, weil es ist erst im Dezember hat es richtig angefangen mit den Punkten. Obwohl, es ist ja nicht das Wichtigste für mich. Für mich ist eigentlich immer das Team das Wichtigste. Aber persönlich, ja, jetzt mit den Punkten, mit unserer Linie, mit dem Schwinger und mit dem Häusle, bin ich sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil wir haben noch viele Spiele offen, wo wir einen Unterschied machen können. Und ja, das heißt aber trotzdem, ja, nur weil jetzt zwei Tore in einem Spiel einmal geschossen hast, ja, das macht keine Saison aus, das heißt einfach dran lieber. Du spielst schon seit mehreren Jahren mit dem Stefan Häusle in der dritten, machen wir da zweiten Linie, je nachdem, was am Line-Up startet. Jetzt kommt der Simeon Schwinger dazu. Wie stellst du sicher, dass die Linienchemie so schnell wie möglich funktioniert? Aber ich kenne den Stefan Häusle, kenne ich schon, seit ich ein kleiner Wurf bin. Wo ich auf Dortmund gekommen bin, ab dort habe ich mit einem Zimmer gespielt. Wir sind auch seit dort sind wir Zimmerkollegen. Es gibt keinen anderen. Denn wir sind immer Zimmer, uns gibt es eigentlich nur im Doppelpack. Und ja, der Schwinger ist dazugekommen letztes Jahr. Und der Schwinger ist ja auch ein Ländle-Crack. Und ja, wir verstehen uns gut aus Abseits vom Eis. Und darum, ich glaube, das macht unsere Linie nochmal spezieller, weil wir verstehen uns tiptop auf dem Eis oder Abseits vom Eis. Und wenn da mal einer scheiße spielt, dann heißt es, hey, du Depp hast mich nicht gesehen, spiel mal ab auf gut Deutsch. Ja, nein, ich habe dich nicht gesehen, passt. Und ja, dann geht es weiter. Also wir verstehen uns tiptop und ja, da muss man nichts dazu sagen. Du hast den Kern an Ländle-Crack schon angesprochen. Der ist höher so groß wie eigentlich noch nie seit Dornbirns Erstligateilnahme mit dem Daniel Woger, mit dem Schwinger, mit dem Häusle, mit dir, mit dem Schnetzer, mit dem Fröwis. Also da ist schon ein extremer Stamm da. Und dann ist es aber erweitert worden mit nicht Vorarlbergern, allen voran natürlich der Emilio Romig und der Sam Antonic bzw. Philipp Pöschmann. Wie sehr
Sind die schon vorarlbergerisiert und dialektkundig? Ah, es ist so witzig, wenn ich vor allem das sehe, Anthony joggt bei mir, also verschnappt in der Kabine und ja, der Häusle hockt auch gleich da und wenn wir halt Dialekt reden, schaut der Dreh und hat ein paar Fragezeichen über den Kopf. Weißt du, hast du gesehen, die Bestandene? Ja, aber sie lernen so und das ist gut, aber es ist eine lustige Chemie, vor allem mit dem Wiener Dialekt vom Romik. Und ja, wir haben echt eine super Stimmung in der Mannschaft, muss ich sagen. Drum, da gibt es eigentlich nichts zum Nörgler. Ich habe das ganze Interview mit dir natürlich auch zum Anlassfall genommen, mit ein paar Weggefährten, mit denen du vielleicht ganz gut verstehst, Kontakt aufzunehmen, ob sie mal was über Kevin Maczyczynski erzählen könnten. Einer ist dem Ganzen dankenswerterweise nachgekommen und ich nehme das ganz gern zum Anlass, um vielleicht auf deine Historie und dann aber auf deine Entwicklung zum Sprecher zu kommen. Er hat das dankenswerterweise passend zu dem Gespräch natürlich auch im Vorarlberger Dialekt gemacht. Dave Madlena hat mir folgende Geschichte zukommen lassen, die ich mit dir gerne anhören möchte, um dann drüber zu plaudern. Hallo Martin, ich würde dir gerne eine Geschichte über einen Matze erzählen. Ich glaube, viele wissen, dass man im Nachwuchs zusammen gespielt haben in Feldkirch bei der VEU. Und ja, 2008, 2009 war, glaube ich, eine besondere Saison für Matze, muss ich glaube sagen dazu. Es war U17 Schüler, da war der Topscorer von der Liga, hat den meisten Tore geschossen mit 41. Und 39 Assist hat er gemacht, sprich, er hat 80 Punkte gehabt. Aber ich glaube, das Lustige dazu kommt jetzt erst noch. Er hat da noch 180 Strafminuten gemacht in 23 Spielen. Und die Liste hat er natürlich auch angeführt. Und ja, über das haben wir uns eigentlich immer ziemlich lustig gemacht. Also wahrscheinlich in der Zeit, wo er auf der Strafbank gehockt ist, wahrscheinlich nochmal 20 Tore mehr Schüsse hätte können. Jetzt ist EliteProspects.com eigentlich das Medium, das alles was. Ja? Das, was Dave Madlena da erzählt hat, ist online nicht angeführt oder gelistet. Wenn man so will, er hat zur Sicherheit aber auch noch tatsächlich das Statistikblatt von damals als WhatsApp-Foto mitgeschickt, damit er wirklich klar war, 180 Strafminuten. Wie kommt es in so wenig Spielen A zu so vielen Toren, aber B zu so vielen Strafminuten? Martin, das war ein Jahr, hey. Das war, ich war ein früher echt, ich war echt ein hey. Und ja, das war ein Heißkopf und ja, wenn dort der Schiri was gesehen hast, dann hast du halt was zurückgesehen und das war halt in der Liga dann gleich mal bekannt, weil es nicht so viel Schiris gegeben, dann hast du halt viel Zehner ausgefasst und Fünfer und ja, dann hast du noch eine blöde Strafe auch noch gemacht. Aber ja, ich weiß auch nicht, dort kann man eigentlich fast sagen, da war fast jeder Schuss drin, gell? Wenn du 40 Tore schießt, das war schon ein lustiges Jahr. Ja, aber ja, wie soll ich sagen, so viele Strafminuten, das habe ich zum Glück nur hergebracht. Das sind aber zwei Sachen, die relativ spannend finde. So einerseits der Goalscorer, der im Nachwuchs als aufgeht, ist damals für dich auch schon der Plan entstanden, aus Eishockey eine Karriere am Beruf zu machen? Also früher noch schon. Also ich muss sagen, wo ich jünger war, so mit 11, 12 dann schon, dann habe ich aber gemeint, ich muss nichts mehr da. Eigentlich kein Sommertraining mehr gemacht. Das war eigentlich, ich wollte einfach nur, dann habe ich angefangen als Installateur. Ich war eine Lehre gemacht als Gaswasserheizung, Installateur. Und ja, dann hast du halt gar noch mal trainiert. Dann bist du eigentlich nur ins Training gegangen, hast gleich gespielt. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, hey, ich will nicht immer auf dem Bau sein oder schaffe, ich könnte ein Eishockey-Profi werden. Und ja, mit 19 ist dann eben das Angebot von Linz gekommen. Und ja, ab dort war ich dann Profi. Und dort hast du dann auch gemerkt, dass Profi nicht nur Halligalli ist, wie viele meinen, weil du musst halt viel
berücksichtigen, du bist im Winter eigentlich nur auf Werk und im Sommer sollst du trotzdem trainieren, weil im August fängt die Saison wieder an. Aber ja, mein Ziel war früher immer Tennis. Das war, ich glaube, für jedem Kind ist das der Wunsch, dass du irgendwann einmal in Tennis kommst. Ja. Aber ich bin froh, dass ich Profi geworden bin. Ich bereue gar nichts. Vielleicht, dass ich in der Jugend nicht so viel trainiert habe, eher mehr auf Werk gesehen und anderes auch im Kopf gehabt. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Weil du das angesprochen hast, viele Leute wissen nicht wirklich, wie sich es anfühlt, Eishockey-Profi sitzen dürfen, bisweilen sitzen zum müssen, dass da natürlich auch viel Arbeit dahinter steckt und dass es aber nicht mehr Halligalli ist. Kannst du einen Moment in deiner Karriere festmachen, wo du für dich herausgefunden hast, okay, der Spaß ist jetzt vorbei, das ist jetzt tatsächlich Arbeit? Ich muss so sagen, es war früher mit der Punkteregelung in Österreich, da haben sich alle gedacht, ja gut, spiele ich bis 24 und danach habe ich einen Punkt, dann bin ich was wert und wäre aussortiert, weil wie viele Mannschaften haben 0 Punkte spielen können? Und ich habe das echt im Kopf gehabt und denkt, hey, ich will nicht mit 25 sagen, ja gut, jetzt gehe ich halt in die zweite Liga wieder, weil ich bin Punkte wert und ich krieg nichts und nein. Und darum habe ich gesagt, irgendwie will ich das schaffen und zum Glück bin ich dort von Linz weggegangen und habe die Chance in Dortmund gekriegt, auch mit der Kooperation, weil das hat das Selbstvertrauen wieder zurückgeholt und darum bin ich da echt froh, dass ich dort die Chance gekriegt habe in Dortmund. Das ist ja genau zu dem Zeitpunkt gewesen, wo du eigentlich hättest angefangen, Punkte zu zählen. Und jetzt gibt es ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte doch das eine oder andere Punkteopfer im österreichischen Eishockey. Wie sehr tauscht man sich da auch mit Kollegen aus, die genau an dem Sprung sind, 24, 25 und dann vielleicht sogar in die Perspektivlosigkeit fallen? Ja, jetzt hat sich sehr geändert. Jetzt hast du mit der Ausländerregelung ist das eigentlich fast abgeschafft, muss man sagen. Aber früher war mal ein Jahr, da haben wir 16 Ausländer in der Mannschaft gehabt. Und dann warst du eigentlich als Österreicher, kannst du sagen, eigentlich, weißt, 5 Leute, die vielleicht gespielt haben, dann vielleicht noch 2 Österreicher unter der ersten 3 Linien gespielt. Und die 4. Linie war halt aufgefüllt mit der jungen Österreicher, unter Anführungszeichen. Darum, sicher, es wird schon noch geredet. Es wird jetzt noch geredet, wenn die Jungen mit uns mittrainieren oder spielen. Dann heißt es einfach, hey, Jungs, ihr müsst euch immer den Arsch aufrissen, weil irgendwann kommt der Punkt, hast du was erreicht oder hast du was nicht erreicht. Und ich glaube, wenn du Eishockey-Profi werden willst, musst du, oder halt längere Zeit, musst du halt auch immer Gas geben. Ist einfach so. Jetzt bist du 28 im besten Eishockey-Alter und weil wir die Geschichte vorher von Dave Madlena gehört haben, der gesagt hat, dass du im Nachwuchs, und du hast das ja auch selber bestätigt, durchaus an Hitzkopf gewesen bist. Hat es einen Punkt gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, du bist jetzt routinierter im Umgang mit Situationen, wo es da früher auf gut Vorarlbergerisch durchgesagt hat? Ja, gut, ich bin dann zum Beispiel für Linz nach Dortmund gekommen und dann hast du einen Dave McQueen auf der Bank, der hat Blut werden können. Und wenn du dort eine unnötige 2-Minuten-Strafe geholt hast und du bist auf der Strafbank gehockt, ja, dann ist der Puls schon aufgegangen, weil du hast gewusst, der attackiert dich fix. Egal, ob da 25 Leute in der Kabine hocken oder du mit einem alleinig, der wird dich noch da anmulen. Und dann musst du dann halt schon aufpassen, was machst. Aber ich mag so gern Trash-Talk auf dem Eis. Das gehört dazu. Jetzt mit der Corona-Zeit, das stresst mich brutal, weil ein paar Spieler brauchen das einfach, dass man sich gegenseitig blöd anredet, dass man ins Spiel hineinkommt. Für sie ist es nur ein Spiel, aber eben wie gesagt, das ist ein Job auch für viele. Und das gehört dazu, dass man sich blöd anredet, blöde Sachen sieht gegeneinander. Aber trotzdem musst du das so respektieren, dass dir jetzt der Schiri eine Strafe gibt. Oder du musst auch respektieren für die Mannschaft. Du kannst keine unnötige Fouls machen. Darum, ja, dort in Dortmund, dort bin ich dann schon drauf gekommen, wenn du da ein unnötiges Foul gemacht hast oder unnötig
jemand nur blöd angeredet hast und du hast einen Zehner gekriegt, ja, du schadest der Mannschaft. Und das gehört, das sollte man lernen als Sportler, dass Eishockey einfach ein Teamsport ist und kein Einzelsport. Du hast aber gerade was Scheiß angesprochen, wo Leute, die den Podcast hören, so selten den Wikio von den On-Ice-Protagonisten mitkriegen. Der Trash-Talk an sich, ich möchte jetzt nicht wirklich auf Inhalte kommen, die sollen auch, natürlich lachst du dabei, die sollen noch privat bleiben, aber wer auf dem Eis die letzten Jahre ist ein guter Trash-Talker gewesen im Austausch mit dir? Wer hat dir quasi auch Zunder zurückgegeben? Boah. Oder hat es jemanden gegeben, wo du dich besonders gefreut hast auf Ernst zum Treffen oder vielleicht auf eine Mannschaft? Boah, warte mal. Lass mich überlegen. Raffi Rotti, mit dem, der ist immer ein Witzbold, muss ich sagen, der dreht immer auch gleich durch. Emilio Romig, mit dem habe ich es ganz brutal gehabt, wo der in Wien gespielt hat. Also, das war echt lustig, wo wir dann zusammen in der Kabine gehockt sind, ein Jahr später. Patrick Spannring, mit dem habe ich so, obwohl wir Kollegen sind, das gehört dazu. Mit Dave Madlener, wenn wir dort vor dem Tor stehen, ja, mir fallen halt auch nicht immer gute Worte. Hey, weißt du Arschloch, warum hast du das gehabt auf gut Deutsch? Lass einmal da rein. So Zeug, das geht ja nicht. Aber wer war da ganz brutal? Boah, kann ich jetzt gerne sagen. Das Gute ist, das Gespräch geht eine kleine Länge. Also vielleicht falls deiner Ehe war. Ja, überlegen wir es noch. Vielleicht sage ich dir was. Aber weil du der Devo angesprochen hast, wie muss man sich das vorstellen? Das sind zwei extrem gute Freunde und dann stand er dir aber auf einmal im Tor gegenüber. Inwieweit kann man das ausblenden? Hey, da steht gerade einer von meinen besten Kollegen und wirklich versuche, Chiba an ihm vorbei zum Boxieren. Na, es fängt schon vor dem Spiel an. Weil er so einer ist, da fragst du ihn, hey, Dave, spielst du heute? Weil du willst ja gegen seinen Spieler. Dann schreibt er zurück, nein. Dann stehst du im Spielergang, vor dem Warm-up stehst du da und er läuft als erstes raus, also er wird Spieler. Und dann sage ich, hey, Dave, willst du mich eigentlich verarschen? Warum? Ja, die haben die halt am Schmähsetter, dann denke ich, gute Nacht. Fängt schon vor dem Spiel, fängt er mir an, zu mir blöd anreden eigentlich. Nein. Sicher, also mit Dave, wir haben immer schöne Battles. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich schon eine gemacht habe, gesehen. Ist schon ein paar Jahre her. Früher hat er mich ganz schön gehabt, wo ich glaube, 7-mal aufs Tor geschossen habe und keine reingebracht habe in Klagenfurt. Ja, es gehört dazu. Ein Konkurrenzkampf zwischen den Kollegen ist auch was Schönes, muss man so sagen. Ich hätte ihn ja auch nicht freiwillig gewinnen lassen. Mensch, ärgere dich nicht, sicher nicht. Aber wenn man einem dann so gegenüberstaut oder eher dir, ist das dann wirklich so, man kennt sich so gut, dass er sich denkt, dass du jetzt denkst, dass er sich denken könnte, dass du das machst? Geht das so weit oder ist es einfach nur abdrucken und hoffen, schiebe gerade irgendwie rein? Nein, er weiß schon, was ich gern mache, also dass ich dort gerne anschieße. Also es sind schon Sachen und ich weiß so, wo er seine Schwachstellen sind. Wir kennen uns schon länger, Nationalteam waren wir auch schon ein paar Mal zusammen, drum. Ja, das ist echt so, wie du sagst. Er denkt sich, ich denke, ja, er könnte das jetzt sehen, aber dann hoffst du dann trotzdem, irgendwie musst du jetzt über die Linie drücken oder er denkt sich, dir von Matze, alle anderen, aber er nicht. Das ist hundertprozentig so. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um die zweite Geschichte für Dave Madlener tatsächlich an den Mann und die Frau an den Hörern zu bringen. Es ist gerade eine kleine drum, beziehungsweise davor muss ich noch sagen, es sind drei Geschichten, die mir erreicht haben. Die dritte wird quasi als exklusiver Vorab- und Online-Teaser auf unser Gespräch dann wahrscheinlich am Montag online gehen. Aber die zweite Geschichte, die im Podcast verwenden möchte, zeigt, wie innig, wie tief eine Freundschaft im Eishockey sein kann. Wir hören mal ganz kurz rein bei Dave Madlener über Kevin Maczaczynski. Wir sind einmal im Sommer bei mir daheim gewesen, in der IFA, der kleine am Landhockeyspieler.
Und es war ein Kollege von meinem Papa auf Besuch. Und wir haben dann halt weg müssen. Wir waren gerade Führerschein in Neulingen. Sie und der Matze haben gerade ziemlich frisch den Führerschein gekriegt. Und der Kollege von ihm hat ein ziemlich cooles Auto gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll es wegfahren. Und dann können wir das Auto umparkieren. Ja, passt. Ich mach getan und der Matze ist dann mit meinem Auto gefahren. Ich habe damals einen 92er Baujahr alten Renault Clio gekauft, wo ich für den Zivildienst hatte. Und wir haben eine ziemlich lange Einfahrt gehabt zu unserem Haus und daneben waren wir dann zu. Und ja, der Matze fährt halt mit meinem Auto und ich bin mit meinem Auto gefahren, komme zurück und sehe schon, wie er mich so komisch anschaut. Denke mir, was ist denn da los? Dann kommt er her und sagt, hey, ich muss dir was sagen. Ich bin nicht zu ihnen gefahren beim rückwärts ausparkieren. Jetzt hat er mir gerade unter den Spiegel abgefahren. Die Tür war komplett eingedruckt auf der rechten Seite. Und ja, aber zum Glück war es jetzt so schlimm, weil die alte Gurke hinein hast du direkt zum Lohacker bringen können danach. Zwei Sachen, die für alle Leute anführen muss, die dem Vorarlbergerischen und Vorarlberg nicht ganz mächtig beziehungsweise sich da auskennen. Dazu ist natürlich der Zaun, in den du offensichtlich Daves Auto gelenkt hast, und der Loacker ist das Altstoff-Sammelzentrum, wo man dann für dich Dinge, die tatsächlich komplett kaputt sind, dann auch entsorgt. Du hast sehr früh bei dem Videocall, den wir da gerade aufzeichnen, den Kopf in Arm versenkt. Ab welchem Zeitpunkt hast du gewusst, um was es sich bei der Geschichte handelt? Ja, wo er gesehen hat, dass wir mal bei ihm daheim waren, am Lanoke spielen, und ich denke mir, ja, es sind wir schon oft gesehen am Lanoke spielen, wir haben aber den Wunder, wo er gesehen hat, eben vom Vater seinen Kollegen da gesehen und ja, mit dem Auto, und dann habe ich genau gewusst, aber nicht, dass ich jetzt von der Schüssel redet, wo ich die Tür und den Spiegel abgefahren bin. Hey, Martin, aber dazu muss ich auch eine Geschichte erzählen. Er war in Giesinger gewohnt, und ich habe in Dostas gewohnt. Dann ruft er mich am Nachmittag an und sagt, hey Matze, wo bist du? Sag ich daheim, ja, komm schnell zur Giesinger Sparkassenbank. Sag ich, ja, gut, treffen wir uns dort. Dann komme ich um und sage, hey, danke, dass du gekommen bist, kannst du schnell das Auto anschieben, aber es springt noch mal an. Jetzt habe ich an der Karre mittags auf der Straße anrennen können, weil kein anderer wollte an der Karre anrennen. Dann habe ich mir nur gedacht, hey, hau die Gurke fort. Hey. Und ich glaube, zwei Wochen später bin ich mit ihm zu ihnen gefahren. Hey, die Tür hast du gerne nochmal aufmachen können, ich weiß. Das heißt aber, es ist ein Freundschaftsdienst gesehen, dass du ihm die Karre endgültig in Richtung Autofriedhof buxiert hast. Ja, ich bin froh, dass er jetzt ein neues Auto hat, zum Glück. Aber was sagt das über Freundschaft, wenn sogar ein Auto mit, zumindest auf einer Seite, total Schaden das Ganze überstaut? Ich bin froh, dass es ein altes Auto war, weil ein neues Auto, wir waren beide noch in der Lehre oder beziehungsweise im Zivildienst, also da haben wir noch keine Münze auf der Seite gehabt. Und ja, eben, wir kennen uns ja schon, seit wir 5 sind, wir sind zusammen in die Schule gegangen und alles und Eishockey zusammen gespielt, so lange zusammen in Pferdkirch, denn nicht 2 Jahre in Dornbirn oder ein Jahr in Dornbirn. Und darum, ja, ich bin froh, dass es einer von meiner besten Kollegen ist und dass da ein Auto, ein altes Auto, nicht gerade zwischen uns zur Freundschaft gestanden ist. Wie hast du seinen Werdegang verfolgt? Wie macht man das generell bei Freunden? Druckt man dann uneingeschränkt die Daumen oder nur denn, wenn es nicht gegen die eigene Mannschaft geht? Also, wir schreiben viel, wir haben da viel Kontakt, ist ja normal. Wir erzählen, wir reden viel über das Eishockey, was gerade abgeht, vor allem dieses Jahr mit dem Corona. Er ist im Sommer öfters da und siehe, ich drücke ihm den immer dummer. Außer wenn wir gegeneinander spielen, dann hoffe ich schon, dass er mal eine durch die Hosenträger rutscht oder so. Aber das ist hoffentlich normal, so zwischen der Kollegen, dass man sich da gegenseitig unterstützt und sich nichts Schlechtes wünscht, weil es gehört einfach dazu, dass man für die Kollegen da ist.
Weil du die Herausforderungen von der Corona-Saison angesprochen hast, was sind so für die und für die Mannschaft die größten Challenges gesehen? Es hat schon Anfang Saison angefangen. Wir haben viel später angefangen, wie alle anderen. Wir haben den Sport zusammen gehabt und haben fast keine Kennenlernphase gehabt, dass wir vor der Saison ein richtiges Camp gehabt haben. Du kannst schon außerhalb von der Eishalle nichts machen. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, gehen wir mit der Mannschaft dort essen, wie es eigentlich wie jedes Jahr ist. Dass man Spieler, Freundinnen oder von der Family kennenlernt oder so. Das gehört alles dazu. Das ist eigentlich ganz normal und das gibt's hier einfach nicht. Hier gibt's einfach nur, ja, du bist in der Eishalle, die Stunde verbringst dort mit deiner Mannschaftskollegen, nachher geht jeder heim, jeder kocht alleinig daheim oder bestellt sich was. Aber da gibt's einfach nur, jetzt gehen wir am Abend gemütlich was trinken, weil morgen haben wir gerade einmal kein Spiel. Sondern jetzt heißt es einfach nur noch Eishockey heimgehen. Genau das, was sich jeder Trainer wünscht. Jeder Trainer wünscht sich, hey, hoffentlich tun die nur Eishockey spielen und machen keinen anderen Scheiß. Und ja, es ist schon eine Herausforderung, also so leicht ist es nicht. Aber wir sind alle froh, dass wir überhaupt spielen, weil es gibt viele Ligen, wo gerne spielen. Und ja, jetzt hoffentlich dürfen bald oder sagen wir so, dass nächste Saison die Fans hoffentlich wieder erlaubt sind. Zwei Fragen dazu. Wie sehr macht es generell denn noch Spaß, wenn Eishockey wirklich nur noch Halle daheim oder halt Bus ist? Ich bin froh, dass wir überhaupt was machen können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hocke nur daheim und tue nichts, außer vielleicht ein bisschen Kraftkammer gehen oder irgendwie Rennen gehen raus. Und über das über Monate, beziehungsweise jetzt schon fast ein Jahr, ich will es nicht, ob ich da durchdreht. Also ich denke ja schon. Und darum, wir sind alle froh, dass wir überhaupt das machen können, was uns am meisten Spaß macht. Und das ist alles okay. Weil du die zweite Komponente angesprochen hast und auch für uns Medienvertreter, Medienvertreterinnen ist es total strange. Auf der anderen Seite schön, dass gespielt wird, aber du bist halt in leerer Eishalle, es sind keine Fans und ich habe schon ein paar Mal auf Sendungen angesprochen, es blutet einem jedes Mal das Herz, wenn du in die Halle kommst und weißt, es dürfen keine Fans mit dabei sein. Wie geht es dir als Spieler, wenn du in eine menschenleere Halle kommst? Ja, am Anfang denkst du, ja, hast du am Abend nochmal ein Training, du musst halt davor im Kopf schon bereit sein, du musst wissen, dass du ein Match hast. Es ist echt traurig, es ist ja traurig, wenn niemand zuschaut, weil normalerweise hocken dann, schaust du auf, hocken deine Kollegen alle mit dem Bier und mit dem Curry da oben und haben eine Gaude und jetzt schaust du auf in die Ränge sind leer. Zum Beispiel in Linz, da sind normalerweise jedes Spiel 5000 Leute. Spielst gerne in Linz oder generell vor vollen Halle. Du spielst so eine geile Saison mit der Mannschaft. Und jeder Fan sieht, wir können nicht zuschauen. Das ist einfach echt traurig. Und darum hoffe ich einfach, dass sich das bald ändert. Weil das gehört einfach dazu, dass bei einem Sport, dass du die Fans hast. Das ist einfach das Wichtigste, finde ich. Wenn Corona einem was sagt, denn wie wichtig tatsächlich die Komponente Fan ist. Ich möchte mit dir aber noch kurz zur Saison der Dornbirn Bulldogs sportlich kommen. Es hat Ups und Downs gegeben. Natürlich die Ansage für Kaiser können nie zwei Spiele in Serie zum Verlierer. Manchmal kommt es aber doch so. Nur es hat immer wieder Erfolgserlebnisse auch wirklich gegen die absoluten Spitzenmannschaften gegeben. Rund um die Weihnachtszeit Tabellenführer geschlagen. Jetzt gerade beim vergangenen Auswärtswochenende in Fehr war absolut überzeugt. Wie wichtig ist es für die, aber auch für die Mannschaft zum Serner, dass man gegen die besten Clubs der Liga nicht nur Land ziert, sondern die auch in die Schranke verwiesen kann? Ja, aber wie ihr es am Anfang auch schon gesehen, in der Liga kann jeder jeden Schlager und darum musst du halt zu 100% bereit sein, sagen wir mal, einen Schritt mehr machen wie der Gegner oder einen Schuss mehr blocken, wo weh tut oder dort was ich schenken lasse, dass du dort zwei Minuten rausholst oder so. Und sicher, es freut jeden, es freuen sich auch hoffentlich die Fans oder
die Zuseher, wenn sie ein gutes Match sehen. Und ja, es ist so wichtig für die Mannschaft, dass du gegen die gute Mannschaft gewinnst, zum Beispiel gegen Bozen. Das ist für mich die Top-Mannschaft der Saison, muss ich sagen. Die hat mich richtig überrascht. Die haben einen großen Kader, einen tiefen Kader. Und darum regt es mich jetzt ehrlich persönlich auf, dass wir viermal gegen Salzburg verloren haben, weil da wäre definitiv mehr drin gewesen. Aber wir haben jede Mannschaft in der Liga geschlagen, bis auf Salzburg. Und darum erhoffe ich mir, und ich bin auch zuversichtlich, dass da höher mehr drin ist. Jetzt haben wir noch nie seit der Zugehörigkeit in der ersten Liga eine Playoff-Serie gewonnen. Wie sehr ist das für die Thema? Wie sehr ist das in der Kabine? Wie sehr hat das vielleicht auch Kai Sulkinen angesprochen, dass das eins der Ziele ist? Oder geht es erst einmal kurz-, mittelfristig überhaupt um Playoff-Quali? Also, ich denke, bei jeder Mannschaft ist da aus Anfang Saison ein Gespräch. Was ist eigentlich das Ziel? Willst du einfach nur Mitspieler oder Halligalli haben? Ich glaube, im Profibereich ist das anders. Da will jeder will einmal einen Pott gewinnen, ist so. Und wenn du das nicht willst, dann bist du sowieso falsch. Und darum sage ich das nochmal zu der anderen Frage, darum sind wir froh, dass wir auch gegen die große Mannschaft, gegen KC, Wien, Salzburg, Bozen, haben wir überall ein Licht gehabt. Und unser Ziel ist definitiv Playoffs. Und danach, im Playoff ist ja ganz normal, dass da weht in ein anderer Wind. Das fängt alles bei Null an. Jedes Spiel zählt nur ein Spiel. Da gibt's keine Punkte mehr. Das zählt einfach das Ergebnis am Schluss. Und ich glaube, darum mit unserer Mannschaft, mit der Einstellung, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit allem drum und dran, haben wir da gute Chance, dass wir da vorne einmal einen Strich durch die Rechnung machen können. Wie wichtig sind dir individuelle Ziele? Hast du irgendwelche Benchmarks, die du da setzt? Du musst jetzt natürlich so reagieren, nachdenken. Du meinst jetzt, nein, du meinst jetzt, sicher, du willst jedes Jahr besser sein. Wie ein Jahr davor, für das trainierst du ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt was anderes sage, dann die Lüge. Siehe, ich will bessere Stats haben wie ein Jahr davor, aber ich muss sagen, wenn ich ein paar Punkte weniger mache und wir kommen mit der Mannschaft weiter, ist mir das scheißegal. Ich will ja mit der Mannschaft, Erfolg haben. Aber sie will schon persönlich auch einen Erfolg haben, ist ganz klar. Wenn du auf deine Statistiken schaust, gibt es da einen Wert, der da wichtiger ist als andere? Gibt es bestimmte Dinge, die du deinen Fokus nimmst? Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Saison lang 5 Tore schieße, ja, schieße ich 5 Tore. Und wenn ich im Jahr 8 schieße oder 10, ja, bin ich auch froh. Aber nein, so wichtig ist mir das nicht, der Martin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage aus einem spezifischen Grund. Es könnte das erste Mal überhaupt in deiner Erstliga-Grunddurchgangskarriere sein, dass du einen Grunddurchgang mit einem positiven Plus-Minus-Wert abschließt. Du hast letztes Jahr einen Plus-Minus-Wert von minus 15 gehabt. Das heißt, du bist bei sehr, sehr viel mehr Gegentoren als Toren auf dem Eis gestanden und höher. Und nochmal, wir zeichnen das am Donnerstag, dem 21. Jänner auf, sind es plus 7. Schob man sich sowas an? Hat man sowas im Hinterkopf? Oder merkt man zumindest, hoppla, ich bin auf einmal viel öfter bei Toren am Eis als bei Gegentoren? Der Häusl und ich spielen viel Unterzahl und wir sind, darum sind wir auch gleich mehr defensiver eingestellt. Hier läuft es eigentlich gut. Und eben nochmal mit dem Schwinger, Häusl und ich, unser Ziel ist eigentlich immer, dass wir kein Gegentor kriegen. Wir wählen lieber ein Tor schießen, ist ganz klar, weil es geht ab und zu, bist du nicht einmal unter Anführungszeichen schuld, dass du ein Gegentor gekriegt hast. Darum, wir schauen schon ein bisschen auf den Wert, aber so wichtig ist er nicht. Solange du alles gibst und probierst, den Schuss zu blocken und dort reingehst, wo es wehtut, ist alles im Lot. Und ja, das mal minus 15 ist jetzt nicht der beste Wert gewesen letztes Jahr, aber wenn du zum Beispiel letztjährige Mannschaft angeschaut hast, da waren, glaube ich, einige dabei, die waren im Minus und darum, mit der neuen Mannschaft, mit dem System, mit allem von Anfang an,
läuft es, glaube ich, generell für die ganze Mannschaft besser. Es hat nicht zuletzt Bozen unter Kai Suikkanen gezeigt, was möglich ist, wenn man Feuer fängt im Laufe von einer Saison. Inwieweit ist das vielleicht auch im Hinterkopf, das Wissen, was Suikkanen in der Liga schon geleistet hat, was Teams verärmen, wenn es dann vielleicht auch ans Eingemachte gegangen ist, fähig waren zum Leisten? Sie, also wo der Kai letzte unterschrieben hat, hat es geheißen, ja, der Meistertrainer ist da und alle haben gemeint, ja, hey, jetzt wären wir noch Meister, aber so ist das nicht. Jeder Einzelne muss sich an der Nase nähern und dann muss sich das ganze Prinzip ändern. Wenn wir letztes Jahr geschaut haben, wie viel wir verloren haben, war ein bisschen traurig fürs Dominer Eishockey. Aber wenn du jetzt heute die Saison nimmst, wo er von Anfang an da ist, hat seine Mannschaft zusammengestellt, hat ein paar Schlüsselspieler hergebracht nach Dornbirn und da läuft das ganz anders und sicher hast du das im Hinterkopf, dass er mein Meister war ist und dass er dir Tipps weitergeben kann als Trainer, wo wir uns als Mannschaft verbessern müssen. Und definitiv, wenn du vorne mitspielen willst, hast du einfach, du darfst halt nicht viel Gegentore kriegen, weil wenn jetzt schaust du mal Bootsname, das ist zurzeit die beste Mannschaft. Wie viele Gegentore die kriegen im Schnitt, ist es nicht viel. Und die schießen, in einem Eishockey-Spiel schießest du normalerweise 2-3 Tore. Ja, das hast du gestern gesehen. Salzburg hat gut defensiv gespielt und deswegen haben wir gestern 2-0 verloren, weil wir halt die Chance nicht genutzt haben. Das ist ein anderes Thema. Aber weil du vielleicht den Paradigmenwechsel angesprochen hast und die Schlüsselspieler, die Höhe ganz anders entsprechen, als es vielleicht in der Vorsaison der Fall war. Wer ist vielleicht so ein Spieler, wo du sagst, der ist so wichtig für die Mannschaft und den hätte es letztes Jahr schon gebraucht? Also für mich der größte Schlüsselspieler in der Mannschaft ist der Rapuzzi. Der war letztes Jahr schon da und der Neue, der dazugekommen ist, der Matt McKenzie. Also Matt McKenzie ist für mich ein Offensivverteidiger, der ein guter Passspieler kann, aber wo ein guter Defensivspieler kann. Und der Rapuzzi, das ist für mich das Bindeglied in der Linie mit dem Nikita und mit dem Andrew, mit dem Jogen. Die sind eher offensiv eingestellt und er ist halt der Acker. Er rackert sich den Arsch ab für die Linie. Ist vorne so wie hinter immer. Deswegen sehe ich, Rapuzzi ist für mich einer der größten Schlüsselspieler in der Mannschaft. Natürlich wird es bei Dortmund immer noch so wie die Mannschaft auch fit bleibt. Es gibt schöne Zahlen, die sagen, wenn Dortmund fit bleibt, ist, hat es mit den Playoffs auch geklappt. Und wenn es Verletzungsprobleme gäbe, hat dann tendenziell eher nicht. Insofern hoffen natürlich wie bei allen anderen Mannschaften auch, dass die Bulldogs fit bleiben und sich die F-Teams der Battle Home Eishockey League sich das Ganze dann mit bestem Besteck, wenn man so will, ausfechten. Aber was glaubst du, spricht dafür? Und ich mag jetzt einen Vertitelsprecher und das schon mal jinxen, aber was glaubst du, spricht dafür, dass es A mit der Playoffs klappt und B vielleicht sogar mit einer gewonnenen Playoffs-Serie? Also ich muss sagen, eben mit der Verletzung oder das andere ist, wir spielen konsequent mit 4 Linien durch. Und das finde ich ganz wichtig bei uns, weil jeder hat seine bestimmte Eiszeit und du musst aber in der Eiszeit musst sagen, was kannst, weil wie gesagt davor, wenn du zweimal, dreimal den gleichen Fehler machst, ja, dann übernimmt der Will ein anderer deinen Spot und du musst halt wieder von vorne anfangen oder musst schon mal aufwarten, dass du wieder sagen kannst, was kannst. Und ich glaube, dass das mit deiner 4 Linien bei uns ganz gut funktioniert und dass wir die Jungen mit dem Fröwis, mit dem Schwinger, mit dem Antonic, die sind einfach hungrige Spieler, die wählen auch nicht nur vierte Linie spielen, sondern die wollen den nächsten Schritt machen. Schnetzer habe ich vergessen, genau. Schnetzer, muss ich sagen, das junge Österreicher hat auch einen brutalen Sprung gemacht. Zwei Fragen, die zum Ende von dem Gespräch noch haben. Du sollst mir nicht sagen, was, sondern nur, wie viele Stories hättest du, wenn Dave Madlener mal im Podcast ist und du dann als Geschichtenerzähler auftrittst über ihn? Ja. Nur, dass er sich schon mal fürchtet. Du weißt,
du könntest eigentlich so plus 18 eine machen. Dann hätte er einige Storys. Das ist in der Verteidigung. Er hat auch gesagt, die meisten sind nicht jugendfrei. Also er hat mir wirklich tatsächlich nur das geschickt, was ich glaube, okay ist zum Erzählen. Nein, das hätte man eine oder andere Story, das hätte man definitiv einfallen. Also ganz sicher. Zu guter Letzt, ich hoffe, ein paar Leute an den Hörern, wenn man so will, beziehungsweise Kopfhörern, haben eine Klelle gefallen am wahrscheinlich schönsten Dialekt in Österreich. Das muss man so selbstlos sehr gut gefunden. Falls es nicht so ist und im wahrsten Sinne des Wortes Abturner war, dann tut es mir leid, das wird wahrscheinlich eine einmalige Geschichte bleiben. Nichtsdestotrotz, wenn gibt es das erste Interview in astreinem Hochdeutsch mit dir? Ich rede nicht gerne Hochdeutsch, echt. Da klinge ich so wie der Emil Romig, du, das geht gar nicht. Nein, ich weiß nicht, vielleicht rede ich mal Hochdeutsch, ich weiß nicht, vielleicht interviewe ich im Fernsehen, vielleicht mache ich es noch. Okay, erstes TV-Interview über Puls 24 machen wir auf Hochdeutsch. Am kommenden Sonntag kann ich dir jetzt schon sagen, wird es erspart bleiben, da macht der Kollege Lukas Kapun die Interviews, da kannst du dann schon im Dialekt zurück antworten und er kann dann schon, ob er als Kärntner dem Vorarlberger Dialekt gewachsen ist. Machen wir. Vielen lieben Dank, dass du so lang, so ausführlich Zeit genommen hast. Alles Gute dir, alles Gute den DEC Bulldogs für die kommende Saison. Danke und an den Zuhörern und Zuhörerinnen und bleiben alle gesund. Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf mazda.at. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, dieses Mal an einem ganz speziellen Ort, frisch Corona getestet im Auto neben Puls 24, Eishockey-Experte Daniel Welser. Daniel, erst einmal schön, dass du wie immer für den Podcast Zeit nimmst. Ja, hallo Martin und schön, dass du mitfährst. Ich werde dich ein ganz klein wenig auf der Heimreise vom Live-Spiel begleiten, dann in München rausspringen auf zur nächsten Aufgabe. Da haben wir gedacht, nutzt das Ganze, um mit dir nicht nur ein wenig die Action-Debatte um Eishockey League Revue passieren zu lassen, sondern eben auch das große Thema Reisen, das für Eishockey-Profis natürlich auch zum Beruf dazu gehört, ein wenig anzusprechen. Ich möchte aber erst auf den zurückliegenden Puls 24 Hockey Matchday mit dir blicken. Wir haben ein lange einseitiges Spiel zwischen Dornbirn und Villach gesehen, das der VSV dann doch noch über die Zeit gebracht hat. Hattest du während der Partie das Gefühl, dass die tatsächlich noch kippen könnte? Ich habe gehofft, dass es im zweiten Drittel besser wird von der Dornbirner Seite, weil ich eben das Spiel am Mittwoch Red Bull Salzburg gegen Dornbirn gesehen habe, wo Dornbirn wie ausgewechselt rausgekommen ist in der zweiten Drittelpause. Aber nachdem eben die Villach das 4-0 geschossen haben und nicht wirklich eine Gegenwehr da war von Dornbirner Seite, habe ich mir schon gedacht, dass Villach nach Hause spielen wird. Aber so klar war jetzt dieses 5-3 auch nicht. Dornbirn hat zwar seine Chancen gehabt oder seine Chancen vorgefunden, und Villach hat aber ein gutes Auswärtsspiel absolviert und hat endlich einmal auch ihre Chancen auch verwertet. Lass uns ein wenig über den Dornbirner Eishockey Club sprechen. Eigentlich eine Horrorwoche zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ein relativ blutleerer Auftritt in Salzburg. Dann eine Führung gegen Wien nicht über die Zeit gebracht und 15 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich kassiert. Dieses Spiel heute gegen Villach, das man in der Anfangsphase völlig verschlafen hat. Horrorwoche zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auch für dich? Ja, weil mit einem Sieg in Salzburg hätten sie die Salzburger noch ein bisschen unter Druck setzen können. Salzburg hat doch viele Spiele jetzt in kürzester Zeit zu absolvieren. Haben wir noch zwei Spiele weniger am Konto.
glaube, 4 Punkte war der Unterschied noch vor dem Spiel heute. Und ja, da hätten sie Salzburg wirklich unter Druck setzen können mit einem Sieg in Salzburg, weil Salzburg hat auch in Bratislava verloren und spielt momentan auch kein gutes Eishockey, muss man auch dazu sagen. Und da hätte es vielleicht noch knapp hergehen können, dass sie eventuell diese Top 5 noch schaffen und die direkte Qualifikation für die Playoffs. Ich möchte auch dann noch auf Salzburg zu sprechen kommen. Lass uns aber noch ganz kurz über den Grand Immer VSV reden. Unter Rob Daum gibt es einen klaren Aufwärtstrend. Was gefällt dir an dem VSV mit Rob Daum besser als vorher? Sie sind als aktiver, besonders heute waren sie überhaupt alle Spieler aktiv im Angriff. Die Verteidiger sind mitgegangen, es war Balance da, es war... Die Stürmer haben die Verteidiger abgesichert, es sind keine Scheiben leichtsinnig hergegeben worden. Und man hat auch Kudlewskis gut unterstützt. Was unter Rob Daum schon zu sehen ist, sie sind defensiv wirklich kompakter und nicht so hirnlos wie die ersten paar Spiele oder die ersten Runden. Und auch das Selbstvertrauen jetzt für die einzelnen Spieler kommt schon langsam zurück oder ist schon teilweise schon zurückgekommen. Weil du schon angesprochen hast und sich das sehr final in deiner Einschätzung angehört hat, möchte ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Für dich die Top 5 und die Flop 6, wenn man so will, schon in Stein gemeißelt? Ja, also rein rechnerisch würde sich, glaube ich, das noch ausgehen, aber ich glaube, an die Top 5 gibt es nichts mehr zu rütteln. Also das wäre nur Salzburg, wäre noch an der Bubble gewesen, dass sie noch rausrutschen, aber glaube ich nicht, dass es schafft. Und, aber die Flop 6, wie du es ansprichst, sind auch nicht von ihrer Platzierung noch nicht fix, weil es kann sich noch einiges tun, besonders mit dem Sieg heute von Villach, die an Bratislava und den Haiern herangekommen ist. Also, da sind noch spannende Runden noch zu absolvieren. Es geht um einige Bonuspunkte und Rob Daum hat es zum Schluss noch angesprochen. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man einige Bonuspunkte hat. Man geht mit ein bisschen mehr, ja, besseren Gefühl, ohne weniger Druck zu haben in die Qualifikation. Und es geht um 3 wichtige Plätze. Ich möchte noch ein letztes Mal unten bleiben. Wenn du jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen müsstest, welche der 6 Teams oder welche 3 Teams der 6, nachdem du sagst, es wird so bleiben, würdest du nach aktuellem Stand die größten Chancen auf eine Playoff-Teilnahme einräumen? Ich glaube auf Dornbirn, weil sie 8 Bonuspunkte haben werden für die Qualifikation. Das sind fast 3 volle Siege. Und mit Dornbirn wird es meiner Meinung nach noch Villach und Bratislava schaffen. Wäre natürlich ein Coup dann auch für die Eiklinik Bratislava Capitals, wenn gleich im ersten Jahr der Ligateilnahme dann vielleicht auch die Playoff-Teilnahme klappt. Weil wir sie schon tangiert haben und weil sie auch beim nächsten Hockey-Matchday auf Puls 24 Thema sein werden beziehungsweise zu sehen sein werden, die Red Bulls aus Salzburg. Du bist natürlich aufmerksamer Beobachter der Szene. Was ist aktuell in Salzburg los? Warum läuft es dort nicht? Ja, es gibt einige Gründe. Sie waren jetzt nicht so von Corona gebeutelt wie andere Teams. Es hat immer wieder ein paar Fälle gegeben. Es wurde viel getestet und durch die aktiven oder positiven Fälle, die sind gleich einmal isoliert worden und der Rest der Mannschaft ist abgeschottet worden. Das heißt, es hat sich nicht in kürzester Zeit die ganze Mannschaft angesteckt, wie es bei anderen Teams der Fall war. Die waren halt mehrere Wochen out und dann sind sie komplett wieder ins Trainingsgeschäft eingestiegen. Und bei Salzburg ist immer wieder neue Fälle aufgepoppt und ja, man hat es ein bisschen isoliert. Dann sind auch Verletzungen dazugekommen. Schofield war eine wichtige Verletzung. Der hat ihnen sehr, sehr wehgetan, weil er meiner Meinung nach der Spieler schlechthin ist auf Salzburger Seite. JJ Peterka, Justin Schütz haben Salzburg verlassen und spielen mit München jetzt in der DL. Die waren richtig stark und haben praktisch
für ihr junges Alter sehr viel Erfahrung, also Verantwortung übernommen. Und Skilly war auch gleich mal nach kürzester Zeit verletzt. Ja, auch in der Verteidigung hat es einige Verletzte und Kranke immer wieder gegeben. Und ja, man hat sich halt viel auf JP Lamoureux gesetzt. Der hat sich viele Spiele gerettet und deswegen sind sie auch noch unter die Top 5. Wäre JP nicht im Tor, wären sie sicher aus den Playoff-Rängen gerutscht. Und ja, aber mit diesen Polster, die sie jetzt auf Dornbe noch haben, mit den ausstehenden Spielen, glaube ich schon, dass sie es auch schaffen. Hast du in deiner Profikarriere auch mal so eine Saison gehabt, wo der Verletzungsteufel, und natürlich ist jetzt mit dem Virus noch ein ganz anderer Faktor mit drinnen, aber wo der Verletzungsteufel vielleicht so intensiv gewütet hat, dass man nie irgendwie in einen Rhythmus gekommen ist, weil es immer andere Leute waren, mit denen man spielen mussten? Wenn ja, wie schwierig ist das? Ja, es ist der Verletzungsteufel war immer wieder im Team unterwegs, aber man hat immer die Lücken schließen können. Also man hat immer einen großen Pool an junge Spieler gehabt und hat dadurch denen auch Spielzeit gegeben. Und auf längerfristige Verletzungen wurde auch reagiert und man hatte einen Ersatz parat und hat immer wieder nachgelegt. Auch die finanziellen Mittel waren dann natürlich hilfreich. Aber Verletzungen hat es immer wieder gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wirklich unser Team zur damaligen Zeit verletzungsfrei durch die Saison gekommen ist. Und ich habe das ja auch mehrere Jahre immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Also immer wieder ausgefallen für mehrere Spiele oder mehrere Monate, wieder zurückgekämpft. Und das zeichnet einfach aus, wenn man einen Kern der Mannschaft hat und immer wieder neue Spieler an Bord hat, dass man das zusammentrommelt und in eine Richtung geht. Jetzt ist es bei Red Bull Salzburg ja spannend gewesen, dass man mit JJ Peterka und eben Justin Schütz sich hochkarätige, temporäre Verstärkung geholt hat. Aber ist vielleicht auch das einer der Fehler gewesen, dass man hätte wissen können, dass es nur temporäre Verstärkungen sind und man irgendwann dann so oder so entweder Spieler hochziehen muss oder nachverpflichten? Man hat es geahnt, wenn die deutsche Liga beginnt, dann, dass diese zwei Spieler eventuell nach München wechseln. Am Anfang war ja noch nicht fix, ob die Deutschen überhaupt spielen. Dann war kurz im Raum gestanden, dass sie überhaupt in Salzburg bleiben, um die Spielpraxis weiterhin zu haben. Auch in München hat es viele längerfristige Verletzungen jetzt gegeben und man hat ihnen einfach hat sie jetzt raufziehen müssen oder nach München holen müssen, weil man hat auch nicht man kann keinen Ausländer holen. In Deutschland ist es ja, hat man nur 10 Transferkarten zur Verfügung und den Rest muss man mit deutschen Spielern auffüllen, beziehungsweise hat man auch eine Vorgabe, dass man, glaube ich, U23 Spieler am Spielbericht haben muss. Das war auch einer der Gründe, dass diese zwei Spieler Salzburg verlassen mussten. Man hat eh reagiert auf den Verlust mit Austin Ortega und Skilly ist dann dazugekommen. Rauchenwald ist längerfristig ausgefallen. Also schon wichtige Spieler oder Stützen sind längerfristig weggeblieben. Sind sehr gespannt, wie gesagt, Red Bull Salzburg gegen die Spuse Vienna Capitals am Sonntag ab 16.10 Uhr auf Puls 24 zu sehen. Für all diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht erst später in dieses Gespräch eingestiegen sind, wir befinden uns im Auto auf der Rückreise der vergangenen Partie und sind damit eigentlich beim großen Thema Reisen angekommen. Als Spieler in der Battle Dome Eishockey League sitzt man viele hundert Stunden in der Saison im Bus. Wie ging es dir mit Reisen? War das okay, weil es eh dazugehört, oder ist es dir irgendwann einfach nur noch auf den Nerv gegangen? Nie auf den Nerv, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie war ich froh, dass ich im Bus war,
da habe ich meine Ruhe gehabt, ich habe meine Filme schauen können, ich habe geschlafen. Später dann ist auch die Familie dazugekommen. Man nutzt halt diese freie Zeit, um endlich einmal Filme zu schauen, um endlich einmal längerfristig oder länger zu schlafen, sich auszuruhen. Und ja, man genießt ja auch die Zeit im Bus mit den Jungs. Auch bei der Heimreise wird dann durchdiskutiert, über das Spiel philosophiert. Man hat sich praktisch auch die Sorgen ein bisschen von der Seele geredet und ein bisschen geschimpft über dieses und jenes, über Trainerentscheidungen und wirklich, so. Wirklich, der Bus als Therapiezentrum? Ja, muss auch so sein. Es muss ja offen ausgesprochen werden und unter seinen Freunden spricht man die Themen an. Und ja, also wir waren auch Glück der Lage, dass Salzburg ja zentral ist. Man hatte keine langen Auswärtsfahrten. Ich glaube, Schickesfer war nach Ungarn war das Weiteste und am Anfang sind wir ja noch geflogen. Und der Pierre Pachet, der hat wirklich geschaut, dass wir einen Flieger kriegen. Oder teilweise sind auch unter längere Auswärtstrips auch, dass wir einen Tag vorher angereist sind. Also da, das war schon ein bequemes Reisen. Wie war das im Vergleich dazu mit Klagenfurt zu Beginn deiner Karriere? Ja, da war ich noch jung und das hat man noch weniger ausgemacht. Ändert sich das mit dem Alter? Das Einzige war schlimm jetzt, Klagenfurt der Zeiten, waren diese Feldkirch-Auswärtsspiele noch. Da sind wir heimgekommen um 4.30 Uhr in der Früh und damals war ich noch beim Bundesheer, gleich rein zum Bundesheer. Um 6 Uhr war Tagwache, halb 8, kurz bis 12 Uhr. Dort halt anwesend war gewesen und dann sich kurz aufs Ohr gelegt hat. Und am Nachmittag hat man wieder ein Training gehabt. Ja, aber das steckt man in jungen Altern leichter weg. Aber es hat auch damals zur Klagenfurter Zeit noch Spieler gegeben, die auch daneben gearbeitet haben. Also ein Mario Schaden ist ganz normal in der Früh ins Stadion gefahren und hat da einen Rasen gemäht und seine Sachen gemacht und hatte noch einen zweiten Beruf gehabt daneben. Also das wäre gar nicht, also diese Vorstellung ist einfach skurril. Aber es gibt ja auch heutzutage noch österreichische Spieler, die so wenig verdienen in unserer Liga, dass sie noch einen zweiten Job in der Früh halt beim Lidl oder Spar die Regale einräumen müssen und danach zum Training fahren, also weil einfach das, was sie verdienen, zu wenig zum Leben wäre. Und obwohl sie den gleichen Trainingseinsatz und Trainingsaufwand haben wie ein Importspieler oder andere Spieler, verdienen sie um weit weniger. Und das finde ich auch nicht gerecht und das sollte irgendwie angepasst werden und man sollte einmal nachdenken, das überhaupt möglich ist, weil es wird viel von den Spielern abverlangt, Trainingsleistung und so weiter, oder dass sie mit dem Kopf bei der Sache sind, aber wie sollen sie bei der Sache sein, wenn man um 4 Uhr in der Früh einen Nebenjob angehen muss, damit man halbwegs gut leben kann. Thema Verdienst und alles, was damit zusammenhängt, wird sicher auch in einer künftigen Hockey O'Clock-Folge noch behandelt werden. Ich möchte ein klein wenig noch über Reisen und Arten des Reisens als Eishockey-Profi sprechen. Du hast deine Karriere in Klagenfurt begonnen, du hast sie in Salzburg beendet. Zwischen ist aber Schweden gelegen und jetzt ist die heimische Liga natürlich eine Bus-League, aber in Schweden die Distanzen dann doch ein klein wenig größer. Wie war Reisen dort? Ja, ich war ja ganz im Norden von Schweden, in Skellefteå. Das ist ja, wer Luleå kennt, noch einmal 150 Kilometer südlicher. Ich glaube 900 Kilometer von Stockholm im Norden. Und wir waren ja noch in der zweiten Liga zu meiner Anfangszeit und die kürzeste Busfahrt, sage ich jetzt einmal, die einzige Busfahrt war Sundsvall. Das war da 4 Stunden weg. Dann der Rest ist halt nach Stockholm, sind wir nach Stockholm geflogen und dann von Stockholm nachher mit dem Bus weiter. Oder es direkt nach Malmö mit einer Chartermaschine
Das geht halt nur mit einem Club wie Schlefte. Die waren halt finanziell sehr gut aufgestellt. Die haben sehr viele Sponsoren an Land gehabt, an Land gezogen und haben da mit der Airline auch ein gewisses Abkommen gehabt. Ja, es war halt witzig, weil ich war eigentlich durch unterwegs. Meine Frau war mit ihr in Schweden, damals noch Freundin, die war viele Zeit alleine. So, und hat sich halt ihre Zeit irgendwie alleine hat sie beschäftigen müssen. Und ich war halt unterwegs auf Auswärtsspiele, oft einmal ein, zwei Tage unterwegs gewesen. Heimspiele, kurz Training, Heimspiel, nächsten Tag wieder. Also das Reisestrapazen schlechthin. Was ist dir im Nachhinein lieber? Busreise oder Flugreise? Mein letztgenanntes hört sich ja immer so nett an, aber Flughäfen können schon so ziemlich moderne Moloche sein. Was war dir persönlich lieber? Welche Art des Reisens? Naja, wenn man keinen Charter hat, bei einem Charterflug fährt man direkt hin mit dem Bus zur Chartermaschine und hebt dann innerhalb von 20 Minuten ab und auch wird dann abgeholt vom Ankunftsflughafen. Wenn man normale Linie fliegt, dann muss man auch eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher auf Flughafengelände sein, Warterei und so weiter. Da muss man halt schauen, auch man kriegt diese mit Buslegs, aber dann in der Luft, dann, wenn man diese Flughosen anhat, diese Thrombosehosen, dann spürt man das schon bei den Reisen, also bei den überhaupt diese Strapazen. Da ist man Busreisen schon lieber, weil wir auch uns im Bus jetzt muss ich mal kurz bremsen. Auch das ist, auch das ist Teil der Autofahrt. Ja, weil in Deutschland, da fahren sie sehr recht schnell. Na, im Bus haben wir uns ein eigenes Lager immer wieder gemacht, also mit Brettern, und man hat flach liegen können. Ich war derjenige immer, der am Boden gelegen ist. Ich habe meine eigene Matratze mitgehabt. Und ja, das war ein angenehmes Reisen, sage ich jetzt mal. Deine Zeit in Schweden, also wirklich, du warst ja noch relativ jung, mit Thrombosestrümpfen? Ja, man hat so eine Flughose, das ist wie eine lange Unterhose, die recht eng sitzt, damit man halt besser regeneriert. Und die habe ich auch später auch bei den Busfahrten angehabt. Da komprimiert man wirklich die Muskeln und der Durchfluss vom Blut ist einfach besser und man fühlt sich einfach angenehmer, oder die Beine fühlen sich angenehmer an und hat man nicht so einen schweren Klumpen oft einmal und ist man leichtfüßiger als im Spiel. Das heißt aber wirklich sowas wie Buslegs, das sagt sich nicht einfach so leicht, das ist tatsächlich etwas. Also wenn du eine lange Busfahrt hattest und das vielleicht nicht machst, das spürst du dann im Spiel? Ja, das spürt man schon, wenn man der Fehler vieler, was viele machen, ist, sie steigen aus dem Bus aus und sitzen dann in einer Kabine herum. Und man muss sich den Körper einfach, der muss aktiviert werden, der muss arbeiten. Und der muss wirklich, man muss den Dreck rausbringen aus dem Körper, den Körper ein bisschen aufwecken. Und ja, das spürt man schon auf längere Reisen. Und es hat ja auch Studien gegeben, wo die bei Auswärtsreisen, dass die Muskelfasern um glaube ich 30-50% weniger aktiv sind jetzt, die Fast-Twitch-Fasern, also die schnellen Fasern. Und das ist halt auch ein Tool, das muss man irgendwie handeln können. Und da gibt's, der Pierre Paché hat das schon richtig erkannt zu unserer Zeit, der ist oft einen Tag vorher angereist. Klar, muss natürlich auch budgetär möglich sein, aber was für dich subjektiv, wenn du dich jetzt versuchst zurückzuerinnern, ist es dann auch besser gelaufen mit diesem Tag vorher Anreise oder hat es für dich keinen Unterschied gemacht? Nein, nicht immer. Es kann ja auch passieren, dass du einen Tag vorher anreist und dann sitzt du herum im Hotelzimmer oder liegst und was machst du dann? Dann liegst du im Bett und schlafst und
Du schlafst oft länger, als du eigentlich solltest. Das kann auch in die falsche Richtung gehen. Du hast vorher schon ein paar Sachen angesprochen, die du im Bus oder während der Busreise dann auch gemacht hast. Was war im Bus dein liebster Zeitvertreib? Ich hab Fernsehen geschaut, also iPad. Deswegen, mich haben sie auch genannt iPad-Nazi, weil ich wirklich eingestiegen bin, iPad geschaut habe und während andere noch geredet haben. Und ich habe die Zeit genutzt, um endlich meine Serien und Filme zu schauen, zu der ich zu Hause nicht gekommen bin. Was lief am iPad? Was ist so eine Serie, die da auch in Erinnerung geblieben ist, die du nicht missen möchtest? Boah, ich hab vieles geschaut, also Breaking Bad. Und Desperate Housewives? Auch. Ich schaue heute noch Grey's Anatomy, wenn ich am Rad sitze. Also lasse mich eigentlich von vielen berieseln. Aber gab's eine Serie, wo du im Bus gehockt bist und du dachtest, wow, das ist jetzt gerade passiert? Na, aber es gibt jetzt so fesselnde Serien wie Breaking Bad, wenn du einmal anfängst und dann magst du immer wieder weiter schauen und da musst du auch also die Selbstdisziplin haben und nach einer gewissen Zeit abschalten, weil zu viel auch schauen ermüdet dich ja auch mental. Und das habe ich auch nicht oft, aber auch übertrieben. Dieses blaue Licht, das merkt man schon, wenn man schlechter schläft. Und da muss man schon eine Selbstdisziplin haben und auf das nachher achten. Sind solche Busse auch über die Zeit immer mehr so moderne Entertainment Center geworden? Unten werkeln die Coaches, oben sind die Spieler. Wie muss man sich so die Hackordnung im Bus vorstellen? Wer sitzt wo und wie entscheidet sich das? Ja, ich weiß nicht, ganz am Anfang zu meiner Zeit in Klagenfurt war ich ziemlich weit vorne, in der Nähe vom Lars Bergs drüben. Ich glaube, dritte Reihe, da war noch der Johannes drüben war vor mir, Jan Merzig war noch vor mir. Also war da ziemlich nahe beim Trainer und hat mir nicht so gefallen. Dann ist bin irgendwann einmal nach hinten gerutscht, aber wenn, dann wollte ich ziemlich weit hinten sein, weil wenn du in der Mitte sitzt, hast du weniger Zeit, Platz zum Liegen. Was noch dazu kommt, du bist dann in der Nähe vom WC. Das ist auch nicht immer das Feinste. Und ja, ich war eher so drittletzte Reihe, vorletzte Reihe. Und dann haben wir zu meinen letzten Jahren in Salzburger Zeiten haben wir die letzte Reihe gehabt. Also die letzte Reihe war eigentlich immer Martin Ulrich, Dieter Kalt einmal. Die waren da drinnen und irgendwann sind die weggefallen und dann sind wir wieder hintergekommen. Und also ist es wirklich so, je größer quasi der Führungsanspruch vielleicht auch ist, desto eher darf man sich den Platz auswählen? Ja, aber weil halt der Bus nach hinten weniger Abstand hat, also diese zum Gang, also man hat besser liegen können auch. Und oft einmal sind die letzten drei Reihen wirklich flach gewesen, also man hat nichts basteln müssen. Das war halt auch angenehmer, wenn du da nichts mitnehmen hast müssen. Gab's Busfahrten, die dir heute noch in den Sinn kommen, wo du sagst, das war witzig oder abstrus? Man hört ja vor allem aus der Ärger Pierre Paget-Geschichten, wo er dann einfach eine Busfahrt unterbrechen hat lassen, um euch in ein Hotel einzuquartieren. Wenn du an deine tausenden Busfahrten denkst, was kommen da so für welche in den Sinn? Ja, das war schon skurril. Das war, glaube ich, nach einem Wien-Spiel. War das Playoff oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber wir waren auf der Heimreise und kurz nach der Abfahrt, 20 Minuten oder 30 Minuten nach der Abfahrt, dürfte er sich beraten haben mit dem Manager und hat entschieden, dass wir in St. Pölten oder kurz nach St. Pölten in ein Hotel gehen und erst am nächsten Tag weiterreisen, weil wir brauchen einen Schlaf. Wir haben das ja nicht verstanden. Also
wir wollten durchfahren, weil so lange ist eben diese Busreisen, sind diese Busreisen nicht. Später, wenn man kleine Kinder hat, dann weiß man schon, die wachen halt um 6 Uhr auf, die schauen, ja, denen interessiert das nicht, ob du erst um 2 oder 3 heimkommen bist oder erst um 1 heimkommen bist und erst um 3 ins Bett gefallen bist, weil du so einen Stress gehabt hast und das erst abbauen hast müssen. Die wollten halt in der Früh ihren Vater haben und dann spielen. Also dann hat man erst gesehen, was der Pierre Paché eigentlich für eine Gedankengänge gehabt hat. Und es war nicht alles verkehrt. Wir haben das halt als Spieler damals überhaupt nicht verstanden, weil dann hast du müssen der Frau anrufen und sagen, ja, du, ich komme heute nicht heim, bitte morgen einen Babysitter organisieren, weil sie hat ja müssen zur Arbeit. Ich bin nicht daheim bei den Kindern, weil ich fahre direkt in die Eishalle, habe dann am Vormittag das Training und komme erst am Nachmittag wieder heim. Und das musst du aber am 10, 11 am Abend, am Sonntag am Abend organisieren. Also das war auch nicht leicht, weil du auf gewisse Dinge nicht einstellen hast können. Es war halt nicht fix. Das ist natürlich eines der skurrileren Erlebnisse, aber gibt's auch Busfahrten, wo du darauf zurückblickst und sagst, die war besonders lustig, weil, keine Ahnung, Schmäh gelaufen ist oder es irgendwie nicht den Kabinen, sondern den Busstreich gab oder was auch immer? Busstreiche nicht, aber wir haben halt unsere Gemeinschaft, die letzten zwei Reihen mal gehabt, Latusa, Tratnik, Schichel, Herburger waren nachher auch noch dabei. Ja, wir haben halt zwei Flaschen Rotwein gehabt und die haben wir halt nachher ausgetrunken und dann sind wir liegen gegangen. Und da sind wir halt, wie ich es vorher gesagt habe, ist philosophiert worden. Das war schon lustig, weil wir haben gewusst, okay, das ist nicht unser Limit, aber das wollen wir jetzt genießen und dann legen wir uns aufs Ohr und fertig. Es gibt ja andere Patienten, sage ich jetzt einmal, die sich wirklich Alkohol nach einem Spiel reinhauen ohne einen Grund und dann oft einmal betrunken. Das war eine frühere Zeit, haben nur die leeren Flaschen nur so geklimpert beim Aussteigen. Also war auch nicht ganz richtig. Etwas, das dann sehr häufig mit auch Trinkner tatsächlich in Verbindung gebracht wird, sind sicherlich dann auch die Heimfahrten, Rückreisen nach einem Titelgewinn. Jetzt hast du in deiner Karriere so viele Titel gewonnen, es war dir nur bei einem einzigen vergönnt, ihn auf heimischem Eis zu gewinnen, alle anderen immer auswärts. Sind das die lustigsten oder doch die gefährlichsten Busfahrten mit einem Titel im Gepäck dann die Heimreise anzutreten? Nein, sie sind einfach kein Motor, weil der ganze Druck abfällt und man kann es irgendwie genießen. Die einzige Heimfahrt nach einem Titelgewinn war nicht so lustig, war der Titelgewinn in Linz. Weil wir in der 83. Minute hat der Doug Lynch damals das Entscheidungstor geschossen, ich glaube in Spiel 6 war das. Im damals längsten Spiel der Eishockey-Geschichte. Wir waren körperlich und mental so down. Wir haben dann am Eis schon gefeiert, mit vielen Fans waren ja da mit. Und dann sind wir noch mehrere Stunden, wir haben ja dort mehrere Stunden auf Linzer Eis verbracht, erst in den Bus gestiegen. Es ist natürlich keine lange Heimfahrt, aber da war alles mucksmäuschen still, alle waren ein bisschen, jetzt ist es geschafft und hast da durchatmen müssen. Und du hast gewusst, in 2 Stunden oder 1,5 Stunden, wenn du wieder in Salzburg bist, erwarten dich ein paar hundert Fans und dann geht's weiter ins Season und da wird Halligalli gemacht bis in die Morgenstunden und ja, da freut man sich schon, aber das war halt die ersten paar Minuten, eine halbe, dreiviertel Stunde war wirklich ruhig in diesem Bus. Eine Busfahrt heim nach einem Meisterschaftsgewinn was ich mich erinnern kann, war gegen Laibach, Ljubljana. Die ganze Serie war ja heiß. Explosiv. Sehr heiß und wir sind auch im Entscheidungsspiel bei einem Timeout mit Golfbällen beschossen worden und mit, ja,
Batterien sind da geflogen, also ganz, ganz komische Sachen, aber um zurückzukommen zu der Busfahrt, da haben wir uns gefreut natürlich über diesen Titel und nur einer war halt wirklich down. Ja, und du wirst es eh kennen, oder die Eishockey-Fans werden es eh kennen, Bobby Lucas hatte damals nicht gespielt. Und der war halt, der hat halt vorne was anderes gemacht, der war halt, der wollte, der hat sich nicht freuen können, ist ja klar, wenn man nicht spielen darf. Und wir haben halt daneben gefeiert und das war halt nicht angenehm. Wo steht der Kübel, wenn es mit dem Titel nach Hause geht? Der Speibekübel oder die Trophäe? Die Trophäe. Kann ja manchmal auch beides das Gleiche sein. Weiß ich gar nicht. Also ist der unten im Gepäckfach oder wird der im Bus herumgereicht? Die Trophäe habe ich eigentlich ganz selten gehabt oder gesehen. Es hat nur, war das der vorletzte Sieg oder der letzte gegen Znaim, wo ich wirklich eine One Day with the Cup, weißt du, bin halt, habe eine Reise gemacht mit dem Pokal, habe den Vereinsarzt gebracht, mit dem ein Foto gemacht, wir sind frühstücken gegangen und ja, einfach zu zelebrieren. Die Leute, wenn sie gedacht haben, was ist mit dem Vogel los, der geht dann mit einem Riesenpokal herum und was hat er gewonnen? Ja, das war halt komisch. Also diesen Meisterpokal habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Oft einmal ist er zu Bruch gegangen. Oft ist er eigentlich zu Bruch gegangen. Und wenn du darfst nicht vergessen, wenn du den in der Hand hast und mit dem feierst, gell, du musst auf den aufpassen. Es gibt viele Fans, die nachher mit den Fotos machen und auf einmal ist er weg. Also und dann gibt es wieder einen Aufruf, ja, bitte den Pokal wieder zurückbringen. Aber es ist schon lustig, Meister feiern oder überhaupt zu feiern nach einem Gewinn. Was war, weil du auch die eher komische Busfahrt von Laibach nach Hause mit dem natürlich betröppelten Bobby Lucas angesprochen hast, was war vielleicht die euphorischste Heimfahrt nach einem Titelgewinn? Ist da eine in Erinnerung geblieben oder verschwimmt das bei so vielen Titeln, was man auch nachvollziehen könnte? Euphorisch, es war, glaube ich, die Klagenfurt-Heimreise. 2011. War das 2011, ja. Spiel 7, Thomas Koch, Overtime Game Winner. Weil ich weiß noch, da bin ich ja mit dem Auto runtergefahren, ich war ja gesperrt in dieser Serie und bin dann mit Bus aber heimgefahren. Und da gibt es ja diese Story, dass Berbaché dann erst eingestiegen überhaupt gar nicht mitgefahren ist. Und da ist schon lustig hergegangen, weil es so knapp war, die ganze Serie. Und weil man auch im Spiel 7 dann einmal verloren hat in Klagenfurt. Und das war, man hat schon gewusst, da hat man schon was Großartiges erreicht. Das ist ein kleiner Exkurs zum Thema Busfahren. Bin mir sicher, wir werden da bei einem der nächsten Male noch viel mehr Geschichten aus dir rauskitzeln können. Möchte zum Abschluss noch einmal zur Bet at Home Eishockey League kommen. Am kommenden Sonntag steht einmal mehr Wien gegen Salzburg auf dem Programm. Was erwartest du dir von dieser Partie und ist vielleicht genau das die Partie, die Salzburg wieder zurück in die Spur bringen kann? Kann und muss eigentlich, weil so viele Spiele sind immer bis zu dieser Big Round dann und die bestmögliche Ausgangsposition zu schaffen, um die Playoff-Gegner dann zu picken. Es sind immer spannende Spiele gegen Wien, Wien-Salzburg, aber ich sehe halt schon Wien um einiges stärker im Kollektiv ein als Salzburg. Weil du es angesprochen hast, dieses Pickrecht, will man das als Mannschaft unbedingt haben oder ist es auch okay, Platz 4, Heimrecht im Viertelfinale, man kann nicht gepickt werden und auch gut? Ja, das Pickrecht ist schon eigentlich wichtig oder war uns damals auch wichtig. Man hat schon
einen Gegner aussuchen können, der einem A liegt und zweitens, wo die Reisen nicht so lange sind. Weil man weiß, Best-of-Seven-Serie im Viertelfinale, Best-of-Seven-Serie, Halbfinale und am Finale, das kann schon eine lange Reise sein. Und wenn du einen Gegner hast, wo du 5 Stunden fahren musst in eine Richtung und du hast 3 Auswärtsspiele, musst 3-mal dorthin fahren, am Long Run, wenn man ins Finale kommen will, kann es sein, dass dir einige Körner praktisch dann fehlen. Und das gilt es, oder das war uns auch wichtig, dass wir das auch vermeiden. Da hat man oft einmal auch einen Gegner sich gepickt, der dem einen nicht so liegt. Ich kann mich erinnern, wir haben damals Villach gepickt, weil halt die Reise halt von Salzburg nach Villach gering war. Aber wir haben gewusst, okay, Villach, eine starke Mannschaft, die giftig sein kann, die einen starken JP Lamoureux damals gehabt haben, wo wir aber auch gewusst haben, ja, der kann Spiele, einzelne Spiele gewinnen, aber wir werden keine Serie verlieren, wenn wir gegen den spielen. Aber es war doch knapper als gedacht und hat uns einiges abverlangt, weil es immer knappe Spiele waren. Auch zu dem Thema, wer wen pickt und wer wem liebt, werden wir die nächsten Wochen dann intensiver kommen. Ich möchte mich zum Abschluss dieses Gesprächs einmal mehr bedanken, dass du auf der Rückreise so lange, so ausführlich für Hockey O'Clock die Zeit genommen hast. Danke, Martin, das war lustig wieder. Das war Hockey O'Clock und Hockey O'Clock gibt es natürlich auch nächste Woche wieder, dort dann mit ganz viel NHL-Talk, unter anderem mit Tom Rowe und dem NHL-Referee Tom Coward. Bis nächste Woche. Gerne mehr davon. Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Ice Hockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.